was alles so in Frage entsteht. Und höre ich gern mal zu und mische mich auch gern ein. Und ja, ich habe bestimmt interessante Themen und Fragen. Naja, neu kannst du auch nicht sagen, weil du kennst den Selim schon. Wie viele Jahre? Ja, schon hier, 10 Jahre etwa. Ja, ich auch so um die Kante. Ich weiß gar nicht genau, müsste ich mal nachrecherchieren, wie lange wir uns da schon kennen. Ja, ich bin noch relativ neu, ich muss mich erst einmal in dem ganzen Chat-Umfeld zurechtfinden, dass ich weiß, wie, wo was läuft und wie das Ganze technisch abläuft. Und melde mich dann gern, wenn ich jetzt einmal alles begriffen habe, und dann schauen wir weiter. Ist eigentlich relativ einfach. Ich kann mir vorstellen, dass alles einfach ist und weiß auch, dass die Technik heute alles hergibt, aber ich bin relativ neu und sage einfach dazu, ich war jetzt 2 Jahre im Knast und muss mir erst einmal um diese ganze Technik bemühen, um wieder Anschluss zu finden. Bist du mit einem PC im Chat oder nutzt du ein Handy? Ganz normales Handy, aber ich blicke da selber nicht durch, weil das gar nicht mir gehört, sondern ich habe das als Ausgeliehen, um einfach teilzunehmen. Aha. Also wir hören zu zweit zu. Ja, Hauptsache ihr kommt zurecht. Das ist alles gut. Also wir können die Wartezeit. Ah, Selim ist da. Selim, du hast das Wort. Selim, kannst du mich hören? Also du kannst loslegen, du hast das Wort. Uns kommt kein Ton an. Er hat doch noch nichts gesagt. Dann so, jetzt ist hier nochmal Gerhard. So ganz langsam blicke ich durch, wie das Ganze läuft. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin hier ein völliger Neuling und weiß nicht, wie der Chat so technisch abläuft. Aber ich bin lernbereit und höre ich gern zu und kann jedem Ausrutscher, ja, einfach wieder geben und zuhören. Es gibt nur eine Sache, die du berücksichtigen solltest, wenn du dann nicht sprichst und nur zuhörst, das Mikrofon schließen, damit die Qualität erhalten bleibt und vorm Reden halt wieder freischalten. Wie gesagt, ich bin lernfähig und sehe gerade, dass 13 Teilnehmer zuhören und bin gespannt, was alles kommt. Geht mir genauso. Ja, schönen Abend an alle. Dann nutze ich mal die Gelegenheit zu grüßen. Dir auch, Dankeschön. Selim, brauchst du noch länger? Bist du am Vorbereiten oder kannst du loslegen? Nein, vielleicht sollte ich hier anfangen. Ich komme gleich nach. Ja, du hattest ja dir das für heute vorgesehen. Ich weiß jetzt nicht direkt, worüber du sprechen wolltest. Es geht um Neuigkeiten und es geht um den Europarat, die Weltpolitik.
Aufmerksamkeit. Du bist sehr leise. Bist du weit weg vom Mikro? Ja, es geht um wirksame Beschwerden, die eingelegt werden und wie das System hier, so wie Gerd gesagt hat, ja, du kriegst das ja durch, aber wahrscheinlich meint er das in Telegram. Und ich werde gleich erklären, aber ich brauche noch ein paar Minuten. Vielleicht sollten die Leute noch mal ihr Unmut kundtun, damit ich und bevor wir mit der Aufnahme beginnen. Okay. Es wird schon aufgenommen. Ich schneide das dann, kein Problem. Ja, also ich brauche noch ein paar Minuten. Gut, ihr habt's gehört. Also wer eine Frage hat oder was sagen möchte, jetzt ist der Moment. Dann nutze ich die Gelegenheit und wünsche allen einen guten Abend. Danke dir auch. Nicole, du hattest doch eine Frage, wenn ich mich recht entsinne. Ah, wir haben mehrere Nicole. Also Nicole, wo stehst du jetzt? Dauer. Nicole Dauer ist gemeint. Keiner irgendwas auf dem Herzen, das ist ja sehr ungewöhnlich, oder? Dann auch sehr gut, weil keine schlechte Nachricht ist ja auch eine gute Nachricht. Ja, hier ist der Ricci, könnt ihr mich hören? Mein Mikrofon ist wahrscheinlich zu leise. Oder? Nee, wir können sehr, sehr gut hören, ja. Ah ja, weil wir haben ja das Wort wirksam vorhin erwähnt. Da gibt es ja wirksame Beschwerde, wirksame Untersuchungsvorgang. Wirksame Klage, aber Klage darf man nicht machen, das ist ja wieder eine Einlassung. Dann immer das Wort wirksam vorne dran schreiben, wenn man das jetzt schriftlich einreicht. Und dann kann man sagen, okay, ich zeige jetzt mein Finanzamt zeige ich jetzt beim Oberlandesgericht an, aber das geht ja nicht, weil du kannst ja die Hexe nicht beim Teufel verklagen oder der Teufel nicht bei der Hexe verklagen, das geht nicht. Ja, dann wollte ich wissen, wo man das Finanzamt verklagen kann. Wahrscheinlich bei Marco Buschmann dann in Berlin. Hier wieder was zum Nachdenken. Verklagen ist das Gegenteil einer Klage. Also ich denke und gehe davon aus, dass du etwas beklagen oder klagen möchtest. Oder anklagen wäre das Gegenteil. Anklagen ist besser der Wortlaut. Aber wenn man so das Wort verklagen nimmt oder nur klagen nimmt, dann ist man ja wieder innerstaatlich dann. Und dann funktioniert die ganze Show nicht. Wenn man aber dann sagt, ein Untersuchungsvorgang nach den Genfer Abkommen, das ist der Artikel 149, dann müssen die Oberlandesgerichte müssen den Untersuchungsvorgang abgeben an den Gerichtshof der Menschen oder an den CHB oder je nachdem, weil die Genfer Abkommen ja einhalten müssen. Und das ist so richtig. Ja, so haben wir das früher immer geschrieben. Also ich würde mich immer gern melden und aus meiner Erfahrung zwei Worte dazugeben. Und ich bin jetzt schon über 10 Jahre in der Thematik drin und muss einfach feststellen, alles, was ich hier mache, ist recht und gut, aber das Recht, das liegt ganz woanders.
Und das Recht, und das ist auch, was der Selim schon seit 10 Jahren macht, das liegt ganz woanders. Und wir turnen hier an irgendeiner Stelle rum, wo wir nichts erreichen. Und ich sage das aus dem Grund, weil ich jetzt schon 2 Jahre im Knast war und habe in der Zeit alles gelernt oder versucht zu lernen, was hier nicht richtig läuft in der BRD. Und ich stelle das einfach einmal so zur Diskussion, weil alles andere mit Finanzamt hier und Amtsgericht dort und Oberlandesgericht hier, das ist alles für die Katz. Sondern wir müssen von ganz, ganz oben anfangen und suchen, was ist unser Land, wo kommen wir her, wo stehen wir momentan und welche Möglichkeiten haben wir. Und das ist ein Thema, das stelle ich einfach mal zur Verfügung, weil es ist nicht einfach, das alles so zu begreifen. Ja, der Hauptteil liegt daran, dass man das überhaupt nicht gelehrt bekommt. Also man bekommt es nicht übermittelt, das Wissen. Sonst was lernst du, aber nicht das, was du wirklich gebrauchen kannst. Also die Wahrheit liegt ganz anders. Wir haben die Wahrheit nie gelernt bekommen. Die Gehirnwäsche, die seit 45 läuft, die ist heute wirklich am Tage. Und das, was auf uns zukommt und das, was unser Land erreichen kann, das ist ganz was anderes wie das, was die Politik uns erzählt. Und da möchte ich vielleicht heute ein bisschen einen Ansatz geben mit dem Selim zusammen. Wo geht denn die Reise hin? Also, ja. Ich brauche wirklich noch ein paar Minuten und dann komme ich und dann erzähle ich euch das ganz genau. Bitte entschuldigt im Moment. Ja, die Reise geht ja immer. Wenn Sie Geld kriegen, dann hören Sie auf damit. Wenn man aber sagt, hallo, ihr müsst euch selber an eure eigenen Gesetze oder an eure eigenen Richtlinien halten, und dann machen die das nicht. Die machen gerade das Gegenteil. Und die wollen unbedingt Geld fordern, obwohl sie gar nicht berechtigt sind, irgendwelche Gelder einzufordern. Das ist das Ganze, wie nennt man das? Ja, Regierungskriminalität nennt man das. Und die Kriegsschulden sind schon längst bezahlt. Im Jahr 2010 waren ja schon alle Kriegsschulden bezahlt. Dann haben wir ja schwarze Zahlen geschrieben. Und dann gingen ja die anderen Kriege wieder los, wo sie uns wieder abzupfen oder abzocken wollten. Und das verstehe ich nicht, warum die Kriege immer weiter geschürt werden, warum wir jetzt in Ukraine unsere ganzen Versicherungsgelder, Krankenkassengelder, die ganzen Rentengelder, die ganzen alles dann überschaffen. Das verstehe ich nicht. Und der Zelensky kauft sich da Villas in Zypern oder überall in der ganzen Welt und bereichert sich als Kriegstreiber. Und das Volk leidet darunter. Und es ist keiner da, wo die Kriegsschulden dann als Reparation wieder zurückzahlt an uns. Oder die Schulden, was wir denen, oder je nachdem, unsere Gelder verschwinden ja immer dort. Oder in Israel oder egal, in Afghanistan, so und so viele Milliarden. Überall sind die Gelder verschwunden. Und das ist, da hat man schon eine Wut im Bauch dann. Das kann doch jeder verstehen, hoffe ich. Da ja nichts von nichts getrennt ist, also alles ist miteinander gebunden, geht es tatsächlich wirklich alle an. Und ja, das ist die Welt ist ein ganz großer Saustall und ein Freiluftirrenhaus. Das ist die Situation zurzeit. Trotzdem endet jetzt die Dualität und wir kehren zurück in die Schöpfung Ordnung. Und wir sind im Wandel. Also es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und bis dahin
pflanze ich auch wenn morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Baum. Und für mich ist Welt Fiktion und die darf untergehen. Und was wieder auftaucht, ist die Erde. Und wir sind alle lebendiges Naturrecht. Schöpfung, Ordnung. Und das muss man einfach mal durchdenken. Die Quelle hatte eine wundervolle Idee, oder du kannst es Schöpfer nennen oder Gott, wollte sich selbst erfahren und erschuf andere Selbste, also Abspaltungen aus dem eigenen Bewusstsein heraus, um sich maximal allumfassend selbst zu erfahren. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Und wir sind alle einzelne Teile der Urquelle selbst, die sich eben aufgeteilt hat auf uns ganz viele. Ich bin du und du bist ich und das gilt für alle. Das ist jetzt mal eine Sicht, über die man mal nachdenken kann. Und dann hätte man die Sicht aus der Urquelle auf alles und das ist die gesündeste, um es wieder in die Heilung zu bringen. Hi, ich grüße euch. Wie sagt die Bibel so schön? Hallo, ich grüße euch erstmal. Die Bibel sagt doch auch, wir kämpfen nicht gegen Fleisch, sondern gegen den Geist. Gegen das Geistige. Und das ist ja erstmal der innere Schweinehund selber, in einem selbst. Und natürlich auch die Menschen oder die Leute, die jetzt gerade Böses vorhaben. Und die müssen wir eben halt mit positiver Energie wieder umwandeln. Allerdings denke ich mal, dass es hier in Deutschland sehr, sehr schwierig wird, weil die Nazis ja immer noch regieren. Also ob das nun politisch ist oder nicht, ist mir auch völlig egal. Ich distanziere mich von dem Nazireich. Und ja, die haben ihren Plan und den werden sie schon irgendwie durchziehen. So denke ich. Also sie entwickeln sich immer weiter. Und da sollten wir eigentlich ansetzen. Also ich kann nur dem hinzufügen, was dein Vorredner gerade gesagt hat. Ich kenne jetzt den Namen nicht, aber ich finde, es ist genau der Punkt, wo uns Menschen betrifft. Und genau in dem Punkt sind wir Deutsche und haben unseren Auftrag zu erfüllen, in dem, was unsere Vorfahren uns hinterlassen hatten. Ja, das stimmt, weil es steht ja an dem Reichstagsgebäude dem deutschen Volke. Jetzt müssen wir natürlich nachdenken, was ist da damit gemeint mit dem Wortlaut dem deutschen Volke? Eigentlich dient es politisch, ja. Politisch ist es ja negativ. Alles, was politisch ist oder gewerkschaftlich oder religiös und so weiter, ist ja negativ. Ja, vielleicht können wir das ja auflösen. Schau mal, die Zukunft geht dahin, auch wenn einige das nicht wollen, dass eben der Zivilschutz gemacht wird. Ich will das euch mal erklären. Das Problem hatte ich auch mit dem Prinz Reuß. Prinz Reuß wollte ein demokratisches Fürstentum haben. Daraufhin habe ich ihm gesagt, dass er nicht alle Tassen beisammen hat, weil ein demokratisches Fürstentum kann abgewählt werden, weil das ist dann Demokratie. Und Demokratie ist nicht rechtfähig. Das hat er mir nicht geglaubt und ist dann in die Suppe getappt, die ich ihm auch noch gesagt habe, dass sie ihn zerfleischen werden durch Agentprovokateure. Das ist auch passiert. Da ist irgendeine Profilneurose, der sich dann als Agentprovokateur verkauft hat, der sich auch verurteilen lässt gegen, was weiß ich, eine Bewährungsstrafe, aber kriegt im Hintergrund großes Ansehen und Tantiemen dafür, dass er das mitgemacht hat, um ihn in diese Falle zu locken. Dasselbe passiert überall. Auch der Gerhard kann ein paar Vögel singen, dass seine eigene Familie und Leute, die auch bei uns waren, ihn quasi zu dem
3 Jahre Gefängnis gemacht haben. Aber ich hatte Gerhard schon am Anfang gesagt, dass er bitte auf bestimmte Sachen aufpassen soll, die ihm dann auch, ja, wie soll ich sagen, in die Quere gekommen sind. Man hätte das ein bisschen anders machen können, aber zu dem Zeitpunkt war das eben nicht so. Auf jeden Fall ist es so, Polizei bedeutet politische Organisation, die auf die Gesetze zeigen. Deswegen heißt es Polizei. Wenn diese Gesetze es erlauben, dürfen die Polizisten je nach Auslegung draufschlagen oder weggucken. Und wenn es eben nicht so ist, dann interessiert sie das nicht, weil es eben nicht im Interesse des Staates liegt, sich selbst zu bestrafen. Also ein Magen kann sich selbst nicht verdauen. Ja, ich würde gerne gleich anfangen, aber ich brauche noch ein bisschen Input. Ich höre noch mal zu, aber tut mir bitte den Gefallen, versucht das mal auf die völkerrechtliche Schiene zu bekommen. Und dafür ist das Genfer Abkommen, das Sonderabkommen gemäß Artikel 43 der UN-Charta gemacht worden. Und vielleicht kann ja der Javed, wenn er da ist, über die UN-Charta Artikel 43, 53, 107 mal erzählen, was eigentlich das Ziel oder der Hintergrund ist. Der Hintergrund ist, dass die Vereinten Nationen sich in eine sogenannte, in einen Rat der unabhängigen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen bilden müssen, die aber nicht wirtschaftlich, politisch und religiös sein dürfen. Selim, ich finde das schön, dass du kurz Bezug nimmst auf meine Situation. Aber ich bin vorne an der Front gewesen, habe mich wirklich getraut, mit dem ganzen System in Konfrontation zu gehen, habe natürlich das negativ erfahren. Aber es gibt heute die Möglichkeit, auch übers Völkerrecht und nur übers Völkerrecht, die BRD dementsprechend zu konfrontieren, dass hier alles eine reine Simulation und auch eine reine Willkür ist. Und ich finde das gut, dass alle die Zuhörer jetzt die Wahrheit erfahren. Das, was hier in unserem Land läuft, das ist eine absolute Mafia-Struktur. Und das sollte man im Lauf des Gesprächs oder im Lauf irgendwelcher Zeit mal ganz klar herausarbeiten. Weil wir kommen aus einer Zeit, wo die Rechte in uns liegen und die sollte man nach vorne tragen. Und alles andere ist nur Manipulation. Und ja gut, jetzt sollte jeder seine Meinung dazu geben. Ja, du hast recht. Es ist alles nur fiktiv, dieser Personenkult, wenn man die Person spielt. Eigentlich steht ja geschrieben, meine zu schützende Person muss ich schützen. Aber die machen ja gerade das Gegenteil. Die sind ja feindlich eingestellt und tun immer feindliche Briefe an die zu schützende Person schreiben. Und das ist ja der Knackpunkt. Und dann macht man natürlich den Brief auf. Oder man macht ihn nicht auf und gibt ihn so wieder zurück, aber dann kommt es doppelt so hart hinterher mit 2 gelben Briefen dann. Das habe ich auch schon erlebt, das ist furchtbar. Oder wie nennt man das? Grausam oder noch schlimmer? Ja, ekelhaft. Also ich könnte da noch eins draufsetzen. Das ist ja eigentlich eine ganz übliche Sache. Aber ich habe im System als langjähriger Unternehmer immer wieder in die Suppe gespuckt und wurde dann, wie auch immer, irgendwann in Haft genommen. Und sogar während der Haft hatte die mir irgendwelche Ermittlungsverfahren an die Backe knüpft, wo wirklich aus der Luft gegriffen sind. Und solche Situationen, die gehören mal wirklich in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, genau, das sind diese außervertraglichen Schuldverhältnisse, die nicht versichert sind. Das ist das, wie nennt man das, ganz normale Materie, immateriell oder materiell.
Und das Immaterielle wollen sie ja nicht bezahlen. Und das Materielle tun sie dann nur noch mit ein paar Euro abspeisen pro Tag, wenn man dann geschädigt ist. Das funktioniert ja so gar nicht. Die haben ja Gelder erzeugt, aus der Luft gegriffen oder geschätzt oder irgend so einen Scheiß machen die dann immer und bereichern sich, damit sie ihre Sättel bezahlen können oder ihre Sitzplätze, was sie da haben. Also, diese Gefängnisgeschichte und so weiter ist dafür da, dass man, das machen die deswegen, damit die Menschen nach dem Stockholmer Syndrom zurückkehren. Sie versuchen, die Menschen zurückzuholen in die Personifikation, und da erfinden sie lauter in der Ideenwelt Verbrechen, die sie selbst erzeugen. Und wenn jemand nicht kriminell ist, dann wird er kriminell gemacht, indem jemand dem beiseite gestellt wird. Und das ist philosophisch gemeint. Und sagt mir, mit wem du gehst. Und ich sage dir, wer du bist. Und so wird das gemacht. Der eine, der dann mitgeht, gehört zu der Gruppe. Und der pfeift dich dann rüber. Und das auch unter Ausnutzung der Familien und Familienmitglieder, die dann auch zu Feinden werden und auch aufgrund der Verhältnisse eben da mitmachen. Zum Glück ist das bei meiner Familie nicht passiert. Grund dafür war mein gutes Aussehen. Sonst hätte mich ja meine Frau verlassen, oder? Ja, das Problem kenne ich von vielen Familien. Ich komme in viele Familien rein und da kriegt man immer wieder mitgeteilt, ah, es sind jetzt die Töchter dran schuld oder das sind die Söhne dran schuld, weil die das in der Schule nicht richtig gelernt haben. Und wenn ich denen dann erkläre, hallo, ihr habt ja Menschenrecht oder Völkerrecht gehabt in der Schule, nein, was ist denn das? Ja. Und dann geht's ja da schon los. Die haben ja da kein Wissen drüber. Oder die sind dann unwissend. Und dann kann man denen auch das nicht beibringen. Die wollen es auch nicht lernen und die wollen auch keine Wissenserweiterung machen. Und dann müssen sie halt in der Personifikation bleiben. Also, ich will euch vielleicht die wichtigen Sachen erzählen. Stellt euch mal vor, die Entwicklung der Handys, wie sie derzeit sind, hätte genauso wie die Entwicklung der Menschen, der Menschenrechte stattgefunden, dann hätten wir überhaupt keine Probleme mehr weltweit mit Kriegen, und zwar innerhalb von wenigen Jahren. Das ist ja noch schlimmer geworden. Also so, mit bei den Handys, die aus Sand zusammengewürfelt werden und geschweißt werden. Und also aus Halbleitern. Die Produkte können wir sehen, mit denen telefonieren wir, mit denen kommunizieren wir. Aber das Menschliche, das, was uns Gott gegeben hat, das ist leider zu kurz gekommen, weil wir in einem Wettbewerb von Dummheit leben. Und Dummheit kann man leider nicht organisieren. Vielleicht nehmt ihr mal ein bisschen dazu Stellung, während ich noch mal kurz für eine Minute mich in die Lautlosphase stelle. Also es ist relativ einfach. Alles, was man jetzt wissen aus der Vergangenheit, aus unserer Geschichte, ist ganz wichtig, dass wir wirklich in einer Simulation leben. Und das Einzige, was uns momentan hilft, ist wirklich das Völkerrecht. Und dort können wir uns, auf welchem Gericht auch immer, klar darstellen und sagen, was sind unsere Rechte. Denn die BRD-Simulation, die gibt uns keine Rechte. Nee, die Person war ja auch bis zum 1.12.23 überhaupt nicht rechtsfähig. Kann man alles nachlesen in den Gesetzen. War überhaupt nicht rechtsfähig.
Wie kann man, wenn man da nicht rechtsfähig ist, kann man auch nicht Recht verlangen oder erwarten. War das jetzt im Grundgesetz ein neuer Paragraph, wo du... Nee, das, entschuldige bitte. EGBGB Artikel 7. Alte Fassung. Ah, das Bonner Gesetz, oder? EGBGB, Einführungsgesetz. Vom Grundgesetz. Vom BGB. 2006 oder 2007 oder so. Nee, das war 1.12.23. Bis dato waren die Leute überhaupt nicht rechtsfähig, die Person. Ah, okay, ja. Kann man mal recherchieren. Ja, weil die Rechtsanwälte, die bäumen sich jetzt auch auf und die wären alle im Recht, sagen sie dann. Aber die Rechtsanwälte sind ja auch nur juristische Personen ohne Recht. Ja, aber was waren sie denn davor? Das muss man sich auch mal fragen. Was waren sie denn, bevor sie diese Arbeit überhaupt ausgeführt haben? Waren auch nicht rechtsfähig. Nee, die haben dann Machtspiele gemacht, ohne Legitimation und ohne Berechtigung. Das ist ja der ganze Schwindel oder die ganze Täuschung. Ja, und jetzt werden die Rechtsanwälte rechtsfähig. Ja, dann kommt es drauf an, ja, welches Recht. Nach dem deutschen Recht, weil sie fast alle einen gelben Schein haben. Nach dieses Recht, ja. Ja, ja. Dann haben wir ja wieder unsere Reichsgeschichten da. Weil das Reich wäre ja nicht untergegangen. Nee, ist auch nicht untergegangen. Es ist ja nur weitergeführt worden. Genau, weil wir haben ja alles wegbekommen. Ne? Ich hatte ja gestern was gepostet, aber der Chevet oder wie er auch immer heißen mag, der Herr, er meinte, ich sollte das löschen. Eigentlich wäre das eine gute Aufklärung gewesen, aber naja, ist auch egal. Ja, wir wollen aber dann gucken, dass wir aus dem alten Kram rauskommen und jetzt endlich mal unser Völkerrecht und die Genfer Abkommen, die vorantreiben. Die Deutschen sind kein Volk. Das ist eine Nation. Die Deutschen sind eingebürgert, zum Beispiel Ausländer, keine Ahnung, alles, was aus dem Ausland hierher kommt und sich einbürgern lässt, ist deutsch, ist Deutscher. Auf Papier natürlich, ne? Im Endeffekt verlieren die auch ihre Staatsangehörigkeit, was ja das Schlimme an der ganzen Sache ist. Die kommen hier rüber mit irgendeiner Hoffnung, nehmen die deutsche Staatsangehörigkeit an, ne, indem sie sich einbürgern lassen, und wenn sie sich mal dann Eheauszug holen, Eheregisterauszug, da steht da nämlich gar nichts mehr drin. Ah ja, da wird vermutet, dass das ein Deutscher ist dann. Da gibt es ja auch so ein paar. Genau. Ja, es wird vermutet, ja, genau. Deswegen kriegen sie auch alle einen Personalausweis, und der Personalausweis ist ja eigentlich für Leute, die staatenlos sind, ne? Das ist ja das, was. Ich hatte mal mit der Ausländerbehörde irgendwie so einen Kontakt, und dann hatte sie mir gesagt, sie sind doch deutsche Staatsbürgerin. Ich sage, können Sie das belegen? Dann hätte ich das gerne mal belegt, weil dann würde ich es gerne mal sehen. Mhm. Weil ich weiß, dass ich bei meiner Geburt keine Einbürgerungsurkunde oder Staatsangehörigkeitsurkunde bekommen habe. So, und dann meinte sie daraufhin so, ja, Sie sind aber hier eingetragen als deutsche Staatsbürgerin. Naja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals einen grauen Personalausweis hatte, da war der Name in Sperrschrift, natürlich Blockbuchstaben, ist ja klar, ne, in Sperrschrift. Mhm. Trotz alledem habe ich keinen Nachweis. Also welche Legitimation habe ich oder welchen Nachweis habe ich, dass ich ja angeblich eine Deutsche sein soll? Und da habe ich gesagt, okay, wenn Sie sagen, ich bin ein deutscher Staatsbürger, warum hat man mir dann all die Jahre dann bitte schön einen Personalausweis ausgehändigt? Hätte ja im System eingetragen werden müssen. Und trotzdem hat man mir einen Personalausweis ausgehändigt. Oder ist das hier Betrug? Das ist Betrug, ja. Ja, danke schön. Ja, ich habe auch gemerkt, ich musste mir speziell, wegen meiner Rente, musste ich mir speziell nochmal so einen verdammten Perso kaufen. Und damit ich meine Rente kriege, das ist auch furchtbar.
Das ist auch wieder so Zwangsmaßnahmen oder Zwangsgeschichten, was die da mit jemandem anstellen. Weil ich wollte diesen Person wollte ich nicht haben. Ich wollte den blauen Reiseausweis haben. Also das ist kein Reisepass, das ist ein blauer Reiseausweis. Und der kann mich dann auch bei der Rentenkasse dann legitimieren dann. Weil die Flüchtlinge, die haben so einen blauen Reiseausweis. Die Flüchtlinge haben ja Doppelpass dann. Und nicht doppelte Ausweise dann. Und wir sind ja eigentlich, sind wir ja alle Flüchtlinge. Weil mit dem Perso wird ja nur vermutet, dass der Perso die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber wo ist denn der deutsche Staat noch? Das ist doch alles nur ein Staatsfragment. Wir haben ja gar keinen richtigen Staat. Naja, also ich habe eine internationale Geburtsurkunde, da steht ja Staat Bundesrepublik Deutschland in groß, klein, fett gedruckt. Ah, ja. Da steht wirklich Staat drauf. Aber ich weiß, dass diese internationale Geburtsurkunde, es zählt jetzt nicht fürs Ausland oder so, aber für dieses Gebiet hier, weiß ich zum Beispiel, dass die Geburtsurkunde aus dem Reich kommt, aus dem Deutschen Reich. Und da will ich auch nicht hin. Da gehöre ich gar nicht hin. Was habe ich denn mit dem Reich zu tun? Es ist egal, wie man das kleidet. Es ist immer wieder ein neues Kleid, was man da überstülpt. Ob es das Reich ist, ob es dies ist oder ob es das Dritte Reich ist, das Vierte Reich. Reich ist Reich für mich. Ja, und dann haben ja deine Eltern haben ja diese Geburtsurkunde unterzeichnet. Du konntest ja nicht schreiben damals, als du geboren worden bist. Und das ist ja das Problem. Die haben dann einen Vertrag gemacht mit deiner Geburtsurkunde. Und dieser Vertrag ist ja mehrfach kopiert worden. Der liegt ja überall vor, dass mit diesem Geburtsurkundenvertrag oder die Geburtsurkunde ist dann eine Sklavenurkunde, damit du versklavt bist und das Geld bezahlst an die Bundesrepublik zum Beispiel. Also wenn ich mal kurz was sagen darf, schönen guten Abend alle zusammen, bezüglich Geburtsurkunde, die würde ich zum Beispiel gar nicht nutzen. Ich würde die Urkunde nutzen, das Geburtenregister. Da steht man nämlich auch nur mit Vornamen drin. Und meistens ist es so, dass das Geburtenregister ja 2 Tage vor der Geburtsurkunde bereits schon dasteht. Und da kann man ja auch ein Foto drauf machen und auch diese beglaubigen lassen. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob man damit fliegen kann oder gegebenenfalls auch mit diesem blauen Reisepass zum Beispiel. Oh, da klingelt gleich das Telefon. Pardon. Also, Weiber und Männer. Na, jammern alle nur rum. Jetzt muss mal der Punkt in Deutschland kommen. Wann wird das Deutsche Reich, das deutsche Land wieder souverän? Was müssen wir tun? Was können wir tun, um endlich mal wieder aus dieser Sklaverei rauszukommen? Viele, 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 viele Dinge werden diskutiert, was alles passiert. Jetzt muss der souveräne Staat, das sich Deutsches Reich nennt, reaktiviert werde. Und alle sind da dazu aufgefordert, die richtigen Schritte zu tun. Ja, das hat ja geheißen, sobald das Volk aufsteht oder eine neue Verfassung bringt. Aber wir haben ja schon eine gültige Verfassung. Wir haben doch gar kein Volk. Seid doch mal ehrlich, Leute. Wir sind eine Nation und Deutscher ist doch jedermann. Überleg doch mal bitte. Deutscher ist jedermann, der sich einbürgern lassen hat, der einen gelben Schein hat. Alle anderen sind gar keine Deutschen. Hast du eine Staatsangehörige, hast du einen Staatsangehörigkeitsausweis, hast du irgendeinen Nachweis, dass du Deutscher bist? Ich nicht. Also bin ich auch keine Deutsche. Ich auch nicht, ja. Ich bin auch keine. Man kann das über die Vorfahren und über die Abstammung nachweisen. Und jetzt sehen wir es doch einmal ganz praktisch. Der Bundesstaat Preußen, der ist nie untergegangen. Und da knüpfe ich jetzt mal ein bisschen an das Gespräch von gestern an. Bundesstaat Preußen ist zwar nicht die Lösung, wir kommen nur das Völkerrecht weiter. Aber weltweit ist Preußen das der einzige Staat,
der wirklich souverän unterdrückt wird. Und die deutsche Frage, hatte Trump damals schon gesagt, er löst die deutsche Frage nicht, das hätte seine Vorfahren machen müssen. Und der Putin sagt, er öffnet die Pandora, die Kiste der Pandora nicht. Aber trotzdem hat damals der Zyrinowski der Duma erklärt, wir können Preußen wieder aktivieren. Entschuldige bitte, man hört dich ganz, ganz schlecht. Nein, das ist immer noch nicht besser, man hört dich nicht. Du bist manchmal ganz dicht dran und manchmal ganz weit weg. Ja, man hört es eigentlich nur knacken, also zumindest bei mir hier. Ja, aber gut, die Technik kann ich jetzt nicht beeinflussen. Aber es geht eigentlich darum, wenn man so einen Chat führt, es geht ums Elementare. Und da geht es darum, dass Preußen und Deutschland wirklich das Zünglein an der Waage weltweit ist. Weil Preußen hat die Rechte, die damals das Deutsche Reich vom Kaiser übernommen hatten. Und alles andere, was mit Personalausweis und sonst was ist, das ist alles zweitrangig. Wir müssen nur dem Hintergrund nachgehen, das Deutsche Reich ist souverän und wird nur unterdrückt von den Alliierten. Und sobald wir diese Alliierten Besatzungsmacht wegbekommen, ist Deutschland und das Deutsche Reich wirklich das souveränste Land der Welt. Und was anderes gibt's nicht. Ja, dann also möchte ich noch ergänzen, dass es da noch anderes gibt. Ein Staat ist zu berechtigen aus dem Naturrecht heraus. Dazu brauchst du einen Rechtträger. Mehr brauchst du dazu nicht. Ja, also es geht nicht um Preußen oder so. Es geht nur darum, dass, also wenn Preußen heute aktiv wäre, will ich euch klar sagen, dann wäre das wahrscheinlich noch schlimmer als jetzt. Weil man träumt gerne in der Vergangenheit. Was wäre, wenn? Wenn wir diese Leute, die hier sind, ob es nun Preußen heißt oder Bundesrepublik Deutschland heißt oder irgendwas heißt, solange die Rechtsgrundlage, die Rechtträgerschaft nicht da ist, solange die Prärogative nicht da ist, passiert das eben. Und der Papst hat das auch gesagt und hat das auch so bestimmt. Jetzt ist es so, dass eben für die Zukunft das Genfer Abkommen 4 vorausgesagt worden ist und auch bestimmt worden ist für den Fall, dass die Staaten das nicht hinbekommen. Deswegen haben sie in einem Wettbewerb seit 1949 angefangen, Kriege zu führen, mehr als je zuvor. Und damit diese Kriege aufhören, und der Wettbewerb ist schon eigentlich am Ende, man sieht ja, dass die Deflation anfängt, dass nichts mehr da ist, was die Leute kaufen können, was schon nicht produziert ist. Und jetzt geht es in diesem Ellenbogengesellschaft, dass die Menschheit nicht aufwacht. Die Menschheit sind aber nicht die Deutschen, sondern das sind die geistig Lebendigen. Und über die Zukunft, also über die Vergangenheit in der Zukunft zu sprechen, ist eigentlich nicht erlaubt. Aber ich kann diese Entwicklungsstufe nicht übergehen. Ich habe mich von diesen Strukturen damals getrennt. So wie der Gerhard hat auch der Leo damals die Reaktivierung der, was weiß ich, der Gemeinden gemacht. Und Leo ist wirklich durch den Wolf gegangen. So wie Gerhard. Und das ist beabsichtigt, weil man dort mit dieser Argumentation das viel leichter hinbekommt, dass die Menschen an etwas Mythisches glauben, was nach meiner Ansicht, bisher meinem Wissen nach, viel schlimmer sein wird, als wenn jetzt das Bundesrepublik wäre. Aber es geht ja auch nicht um die Bundesrepublik, sondern es geht darum, wie setzt man Recht um.
Und in den letzten Tagen haben wir ja den Europarat angeschrieben. Nachdem ich die Strukturen des Europarates studiert habe, bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass wir vor lauter Bäumen, vor lauter Idioten nicht wissen, wie wir uns vor den Idioten retten können, weil sie sind in diesem Haus von Babylon in Brüssel, in dem sie den Europarat mit ihrem Gedöns seit über 70 Jahren voll, voll eingenommen haben. Es ist das Haus, das irre macht, das irre produziert und das eben die Menschenrechtsverletzungen produziert. Der Europarat selber als Hüter von Demokratie und Menschenrechten ist so ein Widerspruch in sich selbst, denn Demokratie kann kein Menschenrecht machen. Was gibt es gar nicht? Das ist dummes Zeug. Und ich habe mir auch die ganzen europäischen Menschenrechtskonventionen angesehen und musste dann feststellen, das System kann dort gar nicht, überhaupt nicht funktionieren. Da sprechen Sie über beispielsweise gerechte Entschädigung, aber diese gerechte Entschädigung gibt es ja gar nicht, weil Sie eigentlich gar nichts entschädigen, denn Sie sind eine Plattform des Handels und nicht des Rechtes. Und in Folge sind das alles reine politische Erwägungen, die die Hand haben. Und wie gesagt, ich habe alle diese Geschichten dort angeschaut und die Lösung liegt darin, dass der Europarat und der Europäische Gerichtshof nicht zusammen agieren dürfen. Der Europäische Gerichtshof und der ICC muss sich auflösen, weil sie nicht unmittelbar und nicht umfassend tätig sind. Das heißt immateriell und materiell und unmittelbar sofort. Wenn du zum Beispiel vor Gericht gehst, muss sofort gestoppt werden, wenn eine Grundrechtsverletzung da ist. Das wird nicht gemacht. Also fehlt die Unmittelbarkeit. Du kannst dann nicht das Bundesverfassungsgericht anrufen und die Normkontrolle macht ja keine Rechtkontrolle. Also das Kontrollorgan geht auch nicht. Also was muss her? Es ist der Zivilschutz. Selbst wenn heute Preußen von mir aus mit UFOs wäre, statt mit Handys, weil sie viel intelligenter sind, so müssten sie trotzdem den Zivilschutz machen, weil sie an dem Unrecht nicht vorbeikommen, dass in den sogenannten Staaten, in den Verwaltungen, jeden Tag millionenfach passiert. Also der Zivilschutz ist von, egal ob das nun Preußen heißt, Deutsches Reich oder Osmanisches Reich oder Reichsburgerland oder was weiß ich, an dem Zivilschutz kommen sie nicht dran vorbei. Oder der Schutzmacht. Da steht im Artikel 2 drin, egal ob es nun Preußen oder Mäusen ist, da steht drin, dass wenn eine Gruppe nicht die Genfer Abkommen unterzeichnet hat, aber die sich auf die Genfer Abkommen beruft und die Regeln einhält, so kann sie sofort nach den Genfer Abkommen berechtigt werden. Artikel 2 bitte nachlesen. Selbst wenn sie nicht als Staat oder als Gruppe im Genfer Abkommen keine Machtstellung hat. Habt ihr es so einigermaßen verstanden? Und jeder, der hier dann sagt, ja, wir gehen auf die politische Schiene und sagen, es ist Preußen oder Deutsches Reich oder was weiß ich, wird nach Artikel 10 der UN-Resolution 5683 in der Staatenverantwortlichkeit als Aufständiger bekämpft. Und zwar mit allen Mitteln. Und ich rate es jedem ab, das zu tun, weil ich kann dann den Leuten nicht helfen. Vielmehr wirksam ist Artikel 9 infolge von Ausfall oder Abwesenheit der staatlichen Stellen, weil man eben das Völkerrecht benutzt. Das Völkerrecht gleichzusetzen mit Preußen ist
deswegen nicht gleich und Finger weg davon. Das gibt eine Mischung, die sehr explosiv ist nachher. Das bedeutet, ich, alles das, was ich mache, alles, wirklich alles, basiert auf UN-Resolution 5683, Ausfall und Abwesenheit der staatlichen Stellen. Das ist das, was ich immer wieder erreiche, weil ich die Argumentationskette anders lege. Und das ist eben das Problem, warum wir auch keinen Erfolg haben, denn dieses strukturierte Denken und das gezielte Denken, das, was ich mir als Systemanalytiker beigebracht oder gelernt habe, haben die Menschen nicht. Ich habe festgestellt, dass die Menschen sehr einfache Strukturen nur umsetzen können und Meinungen übernehmen, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich das Ziel ist. Das Ziel ist Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit gibt es nur nicht im Frieden, sondern in Freiheit. Das ist ja das, was der Arno am Anfang erklärt hat. Und um frei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt man Steuern, dann hat man seinen Frieden von diesem System, oder man spendet, anstatt zu Steuern zu sparen, dann ist man frei in der Entscheidung, dass man sich nicht an Kriegsverbrechen beteiligt hat. Ich habe heute jemanden aufgefordert, beim Finanzinkassobetrieb anzurufen. Das hat er jetzt heute geschafft. Seit ein paar Tagen hat er Leerlauf gehabt. Und er hat gesagt, er möchte gerne eine Aktenansicht haben und er möchte gerne wissen, warum die Spenden nicht berechnet sind. Und daraufhin haben sie gesagt, wir können über Stundungen sprechen und dies und Kürzung sprechen und das und jenes, aber eine Spende von Sömli als Abzugsicht anzunehmen, das kommt nicht in Betracht. Und dann hat er gesagt, okay, gib mir mal bitte einen Bescheid. Und das konnten sie nicht. Heute sind ganz viele Leute wegen Volksverhetzung und Völkermord angezeigt worden. Und alles das, was ich tue, wird führt zu Ausfall und Abwesenheit der staatlichen Stellen. Also ein anderer hat mich auch nochmal angerufen heute und hat gesagt, er hat den Tim gesehen mit Peter Fitzek, die haben ihn besucht. Und da war auch die eine oder die andere noch dabei. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, alles schön und gut. Ich möchte mit dir in Zukunft nichts mehr zu tun haben, weil du mit meinen Feinden, die hier das Zentrum zerschlagen haben, dich abgibst. Und deswegen kommst du in Schwierigkeiten. Und das möchte ich nicht. Infolgedessen, dass ich vorher noch recherchiert habe, ist, ich habe das Oberlandesgericht in Schleswig angerufen, weil wir beim Oberlandesgericht gemäß § 120 GVG die sogenannten dreckigen Machenschaften von Tim Riesen angezeigt haben. Und als ich heute angerufen habe und habe nach dem Stand und nach der Akte gefragt, haben sie mir erklärt, dass eine Akte nicht existiert und dass sie das weitergegeben haben, ohne dass sie sagen konnten, wohin. Es gibt keine Nachricht über die Abgabe der Nummer, über die Ermittlungen, die wegen schwere Kriegsverbrechen, die der Tim dort verursacht hat, nachzuforschen ist. Das bedeutet, dass in Kürze auch der Peter Fitzek und andere in sehr, sehr große Gefahr kommen, weil dieser Mann favorisiert wird. Und nur an den Taten konnte ich ihn erkennen, ob er ein V-Mann war oder ein Agent-Provokateur oder einfach nur so war. Und tja, die nächsten Organisationen werden vom Fassadenschmutz schon eingenommen. Und da mache ich mir auch keine Gedanken. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir wegen Untätigkeit, also Ausfall oder Abwesenheit der staatlichen Stellen,
den Völkermord angezeigt haben. Und als wir zum Beispiel auch in Hannover angerufen haben beim Landgericht, kam dann heraus, dasselbe Problem natürlich beim OLG in Celle, dass die Akten nicht greifbar waren, die Aktennummern nicht da waren, sie gar nicht wussten, was los ist, haben wir beim Landgericht in Hannover angerufen und heute Morgen, und da war Panik ohne Ende. Wenn wir zum Beispiel ihn beim Oberlandesgericht anrufen, wo die Frau sagt, ja, die Akten, also wir wissen nicht, was die Aktennummer ist, weil wir das abgegeben haben zu einem anderen Gericht. Daraufhin haben wir gesagt, okay, haben wir verstanden. Und zu welchem Gericht und zu welchem Aktenzeichen, das konnte sie nicht sagen. Da sagt sie zu mir, wir haben so viele Eingänge, vielleicht kann ich dieses Mal zusammenschneiden, dann euch mal zu präsentieren. Wir haben so viele Eingänge, dass sie sich keines dieser Verfahren merkt. Und da habe ich gesagt, und warum kann sie sich denn dieses Verfahren merken, mit wo es dann um Tim Riesen geht? Da sagt sie, ich kann mich deswegen erinnern, weil wir dieses Verfahren nicht gemacht, sondern woanders hingegeben haben. Und das ist der Staatsschutz bzw. Verfassungsschutz, der verhindert, dass er verfolgt wird. Also, selbst wenn wir Preußen hätten, solange wir die Schmierer hier haben, die Schmierfinken haben, wird hier nichts funktionieren. Und ich habe heute auch mit Andreas gesprochen. Ich weiß nicht, ob er mit zuhört, aber ich kann euch sagen, ich kann auch sagen, dieses System geht nur unter der Anwendung, der strikten Anwendung des Genfer Abkommen 4. Und wenn ihr euch das anschaut, auch der Gerhard, habe ich das damals gesagt, und seitdem wir uns kennen, versuche ich, diese Datenbank aufzubauen, die immer wieder zerschlissen wird. Mangels eben Rechtsinteresse und Überfälle kommen wir nicht dazu, das fertigzustellen. Und ich muss immer wieder als Stehaufmännchen dort fungieren. Und die Leute wollen eigentlich nur die Karten haben, aber nichts dafür tun, dass es besser läuft oder dass es organisiert wird. Und darin nicht das Manko oder auch, dass es nicht funktionieren kann. Aber ich bin recht zuversichtlich, wenn die Not der Menschen viel größer wird, dann wird ein Erwachen kommen, in dem sie wünschten, sie hätten früher reagiert und hätten diese zentrale Aufnahmestelle. Das ist auch diese Geschichte mit den Paragraphen 7 und 8 des BGB, nämlich das Recht auf eine Wohnung, also statt ein Wohnhaft zu machen. Also wenn jemand dumm gewesen ist bis letztes Jahr, dann kann er nicht noch durch noch dümmer wissend sein oder sich aufgeklärt haben. Das heißt, wenn die Gesetze es wollen, bist du eine Person, die nicht rechtfähig ist, und wenn sie es wollen, bist du dann ab nächsten Moment rechtfähig. Na, das funktioniert vielleicht mit Licht ein und Licht aus, aber das funktioniert nicht im Recht. Entweder hast du Recht oder du hast kein Recht, und zwar von Anfang an. Und nur die geistig unterbelichtet sind, die haben kein Recht, sondern sie wissen nicht, was sie tun, und das ist Demokratie. Demokratie ist die schlimmste Form von Tyrannei. Weil, wenn sie es wüssten, würden sie das ja nicht diskutieren, sondern sie würden es nur machen. Ja, also, die Neuigkeiten ist, wir werden die nächsten Tage das Bundesverfassungsgericht anschreiben. Das Bundesverfassungsgericht hat immer noch nicht reagiert auf die Verfassungsbeschwerde wegen der Ungültigkeit der deutschen Gesetze aufgrund von Menschenrechtsverletzungen infolge Artikel 79 Absatz 3 der Ausfall oder Abwesenheit der Ewigkeitsgarantie für die Bundesrepublik Deutschland und somit der Widerstand zur Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Das kann man ganz leicht erreichen, aber nur dann, wenn man auch bestimmte Sachen benutzt. Und
Es wird in den nächsten Tagen eine sogenannte werden Koordinationsgespräche geführt werden müssen, in dem die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland im Völkerrecht für rechtswidrig festgestellt werden müssen, damit sie nicht angewandt werden. Und darauf kommt das an. Das heißt, wenn die Gesetze hier eine Lücke haben, eine Rechtsschutzlücke haben, dann dürfen sie nicht angewandt werden. Und wenn etwas passiert ist durch diese Rechtsschutzlücke, dann darf das nicht mehr, trotz allem, darf das nicht mehr angewandt werden, bis eine vollkommene Rehabilitation eingetreten ist. Ja, wie soll ich das euch erklären? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr kennt doch Asterix und Obelix, ne? Wer kennt es nicht? Aber ihr hört zu, ja? Ja, ja. Also ich bin doch ganz froh. Ich bin doch ganz ohr mit dir und ich kenne die Resolution, die 5683, sehr genau. Und das Tolle ist ja, du hast mir, als ich im Knast war, diese diplomatische Note zugeschickt, mit dem Hintergrund auch der Resolution 5683 und vieles mehr. Auch die EU-Resolution 2009-C303. Ja, die auch die VA überhaupt nicht beantwortet oder berücksichtigt hat. Aber das ist die eine Geschichte. Wenn wir die UN-Resolutionen oder das komplette Völkerrecht mal richtig begreife oder in Anspruch nehme, interessiert es die BRD trotzdem nicht. Nein, sonst wäre ich nämlich am 23. Mai, als diese Resolution oder diese diplomatische Note bei der JVA ankam, hätte die sofort reagieren müssen. Aber das ist nur die eine Sache. Ja, jetzt, aber nochmal ganz kurz. Jetzt kannst du zum Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, dass du mangels Zivilschutz unberechtigterweise inhaftiert worden bist und weil das Völkerrecht nicht angewandt worden ist, du in den Menschenrechten verletzt bist und dadurch die Ewigkeitsgarantie der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr aktiv ist. Das ist die Folge davon. Ja, richtig. Das soll man aber mal vielleicht in einem Tier auch gucken. Ja, Moment, ich will noch mal erklären wegen Asterix und Obelix. Wer kennt Asterix und Obelix nicht? Also es geht darum, Obelix ist in den Kessel reingefallen. Und solange er das Medikament in sich hat, ist er geschützt und er braucht keine Medikamente mehr. Aber er will trotzdem Medikament. Und Asterix ist nicht reingegangen, sondern er kriegt das nur temporär, weil er das eben nicht gespeichert hat in seinen Muskeln. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen davon entfernt. Also, man muss natürlich die Kräfte, die man hat, nutzen, um den Feind wegen Ausfall und Abwesenheit der staatlichen Stellen faktisch mit hoheitlichen Rechtsbefugnissen zu übertrumpfen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland. Heute war auch noch einer interessant, Artikel 23 hat er geschrieben. Das ist eine Gruppe von 6.000 Leuten, die gerne bei uns dabei sein wollen. Und da habe ich gesagt, das ist leider nicht möglich, weil die Entfernung des Wissens so groß ist, dass wir sie höchstens aufnehmen, dass sie das verstehen. Aber wir können sie nicht auf die Menschheit loslassen, dass wir sie ausbilden zum Richter, weil sie Richterausbildung haben wollten. Da können die mir anbieten, was sie wollen. Wenn sie das falsche Wissen haben, dann werden sie antizyklisch alles zerstören, was wirklich Völkerrecht ist. Und ja, wir werden in den nächsten Tagen übergehen, Vollstreckungen, also Exekutionen durchzuführen. Da hatte ja auch der Jared etwas gesagt, wie das in Österreich, in Deutschland heißt. Und ja, in der Schweiz auch. Und das ist ziemlich einfach, weil der Staat ja in sich selbst ausfällt, weil sie beispielsweise die Straftaten von Tim und andere Dinge gar nicht verfolgt. Sie verfolgen nur die Dinge, die dem Staat in Ansehen schaden, wo
obwohl der Staat gar keine Grundrechtberechtigung hat, um ein Persönlichkeitsrecht überhaupt zu entwickeln. Also die Bundesrepublik Deutschland hat keine Persönlichkeitsrechte. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland keine Persönlichkeitsrechte hat, dann kann der Richter, der Staatsanwalt, die Polizisten auch keine Persönlichkeitsrechte haben, weil juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nicht grundrechtberechtigt, sondern grundrechtverpflichtet. Das Wissen, also wenn man das weiß, ist man klar im Vorteil. Aber die meisten dummen Polizisten, Staatsanwälte, Richter und anderes Gesöks wie Anwälte haben keine Ahnung, was sie da reden. Und vorhin hatten wir nochmal diese Rechtsanwältin gesprochen, die über Exekution mit mir diskutiert hat. Die weiß überhaupt nicht, wovon sie redet. Jetzt muss ich doch mal unterbrechen. Ja. Das Gerichtsverfassungsgesetz hat doch selber 2015 entschieden, dass jegliche juristische Personen, und da gehören da auch die Gerichte und alle dazu, auch das Bundesverfassungsgericht selber, die sind nicht grundrechtbefähigt und nicht grundrechtberechtigt. Die schießen sich doch selber ins Knie. Wo stehen wir denn hier in unserem Land? Kann es sein, dass wir keine Einführungsgesetze haben? Ohne Einführungsgesetze keine Gesetze? Nein. Okay. Also, diese ganzen Gesetze sind ungültig, wenn sie Grundrechte und Grundheiten einschränken oder verletzen. Punkt, Schluss, aus. Mehr gibt's nicht. So, jetzt will ich euch dazu etwas erklären, aber ich habe gleich den leichten Faden verloren. Und das wäre wichtig. Gerhard, was hattest du nochmal gesagt? Also, es gibt ja schon ein Urteil, Entschuldigung, Selim. Es gibt ja schon ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Warte mal. Also, in Artikel 19 Absatz 3 steht drin, dass juristische Personen grundrechtberechtigt sind, wenn sie in ihrem Wesen nach Grundrechtfähigkeit haben. Damit ist meine juristische Person gemeint, weil ich vor dem Europäischen Gerichtshof grundrechtfähig, hoheitlich, grundrechtberechtigt von der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert worden bin. Also meine juristische Person ist grundrechtberechtigt. Da geht es um juristische Personen. Die natürliche Person, die wird vor Gericht benutzt und beim Anmelden und beim Meldestelle und so benutzt, um euch in die Gesetzesschiene reinzuhauen und in die Justiz zu zermalen. Das ist nicht die juristische Person. Die juristische Person kann nicht sterben, weil sie fiktional ist, die eine Funktion hat. Und die natürliche Person wird nur fingiert. Sie existiert eigentlich gar nicht. Das haben wir ja gestern gehabt. Und gemäß Artikel 19 Absatz 3, die juristische Person muss grundrechtberechtigt sein, ist das, was Arno vorhin sagte, dass man Rechtträger sein muss, Völkerrechtträger sein muss, um die Derivatorganisationen ihr Recht zu beleihen. Also die Grundrechtfähigkeit einer Organisation liegt nur dann vor, wenn der Rechtträger grundrechtberechtigt ist. Und dann kann er diese Grundrechtberechtigung beleihen. Wenn du kein Grundrecht hast, wenn du bis dato nicht prozessberechtigt bist, kannst du danach auch nicht prozessberechtigt sein, nur weil irgendein Gesetz dich zur Prozessfähigkeit macht. Das geht nicht. Und so ergibt sich das auch logisch und konsequent, dass die Richter nicht haftfähig, nicht prozessfähig, nicht rechtfähig, nicht grundrechtfähig, nicht grundrechtberechtigt, nicht insolvenzfähig und dumm sind. Sie verleumden das Völkerrecht, weil sie nach Artikel 19 Absatz 3 ihre juristische Person nicht grundrechtberechtigt und grundrechtbefugt ist. Und die Bundesrepublik Deutschland als juristische Person kann nur die juristische Person verwalten, nicht die natürliche. Und die natürliche Person wird
zum Beispiel, wie gesagt, die Rechtsanwälte sind natürliche Personen, aber zwangsnatürliche Person steht da drin. Zwangsnatürlich, und eine natürliche Person, die Recht hat, kann ja nicht zwangsweise natürliche Person sein. Und in den Gemeinden steht drin, dass die also die natürliche Person eine unechte Gemeinde ist. Also es wird auch dort gelogen. Es gibt keine natürliche Person. Die könnt ihr vergessen. Das ist euer Schatten. Und sie ziehen den Schatten vor Gericht. Das ist das Problem. Und die juristische Person ist eure Unterschrift. Das ist die Firmare. Und eine natürliche Person kann diese Firmare nicht machen, weil sie ja gar nicht existiert. Mach von mir kein Abbild heißt, hör auf, mit Gesetzen mein Recht wegzunehmen. Nimm die Menschen sein Recht weg, dann ist der Staat nichts anderes als eine große Räuberbande. Die Frage wäre jetzt, gäbe es einen Staat Preußen, das keine Gesetze hat? Nein. Deswegen. Ja, jetzt kommen wir genau. Also schau mal, das Preußen, wovon du sprichst und redest und träumst, würde in der Rechtsrealität heute genauso ein beschissenes System sein und du würdest dann auch gegen Preußen sein, weil das nicht funktioniert, weil die Menschen, die dumm sind, bleiben dumm und machen die größten Schwierigkeiten. Das ist das Problem. Also du kannst, also selbst wenn ich Gott wäre, ist mein Sohn auf keinen Fall Gott. Und er kann die Stelle auch nicht annehmen. Das ist das Problem. Selbst wenn ich ein Prophet wäre, ist mein Sohn kein Prophet, sondern er ist eigentlich mein Feind, der als mein Kind geboren wird, damit ich meinen Feind lieben lerne. Das ist das Problem, was wir haben. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber jetzt geht es ja darum, wenn das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass keine juristische Person, und da gehören alle Ämter und Behörden dazu, keinerlei Grundrechtfähigkeit besitzt, dann gehört auch das Bundesverfassungsgericht dazu. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir denn hier in unserem Land? Aber schau mal, du kannst doch das Bundesverfassungsgericht von einem Arsch packen. Das ist doch das Problem. Du kannst jetzt wegen der Inhaftierung, kannst du jetzt mit einer Bundesverfassungsgericht die komplett gegen die Wand fahren. Und du kannst auch die Sachen, wo du dein Vermögen verloren hast, auffrischen. Aber das geht nur, wenn du nachweist, dass deine juristische Person grundrechtfähig ist. Dafür musst du in den Zivilschutz kommen. Okay, das wäre dann ein Thema, das man außerhalb von dem Chat redet. Aber mir geht es einfach darum, wenn die ganze BRD nicht grundrechtsfähig ist, was machen denn dann die überhaupt, diese ganzen Urteile von Behörden bzw. von Gerichten? Das ist alles nur eine Fiktion. Das Preußengeld ausgeben. So sieht es nämlich aus. Die schuppen uns hier nämlich. Ja. Sag mal, Selim, was bezweckst du denn jetzt mit deinem Schreiben an das Bundesverfassungsgericht? Was ist jetzt das angestrebte Ergebnis? Ich führe den Rechtbankrott. Also ich leite die Exekution der Bundesrepublik Deutschland ein in Artikel 79 Absatz 3, dass die Ewigkeitsgarantie wegfällt und die Gesetze keine Gültigkeit mehr haben. Weder Geltung noch Gültigkeit, weder legitim noch legal, aufgrund von Menschenrechtsverletzungen. Du kannst die Bundesrepublik Deutschland nur wegen Artikel 1, dass die Menschenwürde verletzt ist, an Arsch packen. Das, was die damals gemacht haben, war Unmenschlichkeit
Und wenn sie das weiterführen, führt es zum Völkermord. Und das haben sie gemacht. Also wenn der Mensch seine Talion, seine Retusion, Rehabilitation, Restitution nicht bekommt, dann ist die Menschenwürde verletzt, weil er nicht wiederhergestellt wird. Also als Mensch nicht wiederhergestellt wird. Und in Folge ist die Menschenwürde verletzt. Die Menschenwürde ist die Wiederherstellung des Menschenrechts. Sonst würde ich ja verarmen und damit verelenden. Also, Gerd ist zum Beispiel im Gefängnis und er hat ganz viele Werte verloren, weil er unschuldig oder wie auch immer wegen dummen Sachen, die der Staat sich ausgedacht hat, im Gefängnis landet. Dann darf er aber nicht finanziell benachteiligt werden, dass er in Zukunft kein Geld hat, um sich wieder aufzubauen. Und das nimmt der Staat weg. Also wenn Gerd zum Beispiel unschuldig war oder wenn ich jetzt zum Beispiel unschuldig war habe das nachgewiesen und das ist sehr schwierig, von den Tätern so ein Geständnis zu bekommen, das ist fast unmöglich, dann müssen sie mich entschädigen. Und in dem Moment, wo sie mich nicht entschädigen, nicht rehabilitieren, dass ich nicht wiederhergestellt werde, nicht rehabilitiert werde, ist das eine Menschenrechtsverletzung infolge von völkerrechtlicher Völkermord, weil ich unter Bedingungen gesetzt werde, die meine existenzielle Grundlage quasi nicht zulassen. Die Wiedereingliederung, die Rehabilitation nicht zulassen. Und das ist das Ganze, das muss man nur einfach verstanden haben und einfach nur anwenden. Dass das natürlich mit sehr viel Schreiben und mit Erklärung zu tun hat, das ist mir schon klar. Aber es wird dann erst sichtbar, wenn man das richtig verstanden hat und richtig anwendet. Wenn es ein Zufall ist, wenn es nur ein Zufall ist, dann geht das nicht. Dann kann man das. Ist richtig, dass du also bezweckst, eine Feststellung vom Bundesverfassungsgericht zu erhalten, die Kapitulation des Systems feststellt. Oder nicht die Kapitulation, die Unfähigkeit, den Vertragsbruch, oder? Nein, ich sage einfach, also schau mal, es ist ganz einfach. Ich spreche von öffentlichem Recht. Wenn was festgestellt du sagst, wird. Das verstehe ich. Aber der Zweck, Moment. Was du erhalten Moment. Möchtest von denen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Pass auf. Eine juristische Person kannst du entweder dienstbar machen oder liquidieren. Mehr kannst du nicht machen. Und eine juristische Person kannst du nur aufgrund eines Verpflichtungsvertrages oder einer Schuld liquidieren oder dienstbar machen. Also entweder übernehmen oder liquidieren. Also es verkaufen oder auslösen. Und juristische Personen können nur mangels Masse nicht handlungsfähig sein. Du musst denen die Masse entziehen. Jetzt will ich das euch erklären. Wenn ich jetzt, also ich habe Leute kennengelernt, wie Kasim Gürgülü und noch ein paar andere Bekloppte. Da sagt er, ich habe beim Europäischen Gerichtshof gewonnen. Da sage ich, und hast du Entschädigung verlangt? Sagt er, nein. Okay? Er hat nicht gewonnen. So, genau das ist das der Punkt. Wenn du feststellst, dass er ein Kindervergewaltiger ist und du lässt ihn laufen und bestrafst ihn nicht, dann macht er das weiter. Und deswegen werden in Deutschland weiterhin türkische Kinder geklaut. Ich bin aber einer und sage, pass mal auf, du hast mir 9 Monate meines Lebens im Gefängnis geklaut und habe mich jahrelang vor Gericht gezerrt und das und jenes gemacht. Ich möchte jetzt 100 Milliarden Euro Schadensersatz haben. Das kann die Bundesrepublik gar nicht mehr bezahlen. Aber dadurch, dass sie nicht bezahlen kann, kann ich sie dann, die juristische Person, Bundesrepublik Deutschland, entweder dienstbar machen oder liquidieren. Dienstbar machen heißt, dass ich zum Beispiel alle Anrecht auf Blondinen hätte. Aber das würde meine Frau nicht wollen, also scheidet das aus. Davon hätte ich eigentlich nichts, weil sie sich dann wieder
wieder zum Feind machen würden, weil sie nicht eliminiert worden sind, weil eine Korrektur nicht möglich ist, weil es ein Kollektivschuld ist. Die Menschenrechtsverletzung hat zwar der Frank Lüttich begangen und seine komischen Kakerlaken, aber ich kann Frank Lüttich nicht verklagen, sondern ich kann nur den Staat verklagen. Und wenn der Staat seine Schuld bei mir bezahlt hat, erst dann greift der Staat auf den Frank Lüttich zu. Und solange ich Frank Lüttich nicht an den Eier gehe, wird er nicht bezahlen. Also den Staat nicht an die Eier gehe. Das heißt, ich habe es hier mit 82 oder 83 Millionen Menschen zu tun, obwohl sie wissen, dass sie mir Unrecht getan haben, dass ich gegen die Dummheit dieser Leute arbeite. Und das ist der Grund, warum mein Vorgang beim Europäischen Gerichtshof geheim gehalten wird. Es wissen ganz wenige Menschen, was ich gemacht habe, was das Sömmerli-Urteil bedeutet. Und jetzt kommt es auf diesen Punkt. Was habe ich vorhin gesagt? Order public, öffentliches Recht. Das Recht eines Staates oder das Recht von Staaten ist nicht anzuwenden, wenn damit Grundrechte und Grundfreiheiten verletzt worden sind. Wenn jetzt Obelix in den Topf reingefallen ist, hat er Kräfte und braucht dieses Medikament nicht mehr. Und wenn Asterix noch nicht verletzt ist, dann muss er diese Medikamente, dann kann er die Medikamente noch einnehmen und dann bekommt er die Superkräfte. Das heißt, jetzt im umgekehrten Schluss, wenn mein Grundrecht und meine Grundfreiheiten verletzt sind, aufgrund von Gesetzen, dann darfst du diese Gesetze nicht weiterführen, um den verletzten Menschen in seinen Grundrechten und Grundfreiheiten wieder frei zu machen. Und das darfst du da nicht benutzen, sonst kommt er da nicht raus. Wer in der Badewanne sitzt und da ist keine Leiter zum Aussteigen, der kommt auch nicht mehr raus aus der Falle. Also musst du ihm eine Leiter geben, also musst du dich von diesen Gesetzen, also die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland gelten für mich nicht mehr, weil sie damit Grundrechtsverletzung und Grundfreiheiten eingeschränkt und verletzt haben. Für mich gelten sie nicht, für euch gelten sie noch, weil ihr euch nicht auf eure Grundrechte und Grundfreiheiten beruft und ich sie euch nicht beleihe, solange ihr politisch argumentiert. Denn wenn ich euch zum Beispiel mein Recht beleihe und ihr macht Schindluder damit und kommt auf eine politische Schiene, dann verliere ich mein Recht auch, weil ich es euch beliehen habe. Verstanden? Deswegen ist Recht kategorisch, nicht demokratisch, kategorisch, einfach kategorisch. Das heißt, niemand... Ja. Bist du dann der Einzige, der jetzt eine Haftung an die BRD hat? Oder gibt es noch mehrere? Nein, ich bin der Einzige. Da bin ich gleich bei dir, denn die UN-Resolution 5683, die gibt es ja schon seit 1948 oder 50. Naja, die ist, glaube ich, 2001 zu dem Zeitpunkt ratifiziert worden. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich beim Europäischen Gerichtshof erfolgreich die Beschwerde eingelegt habe. Um die Beschwerde einzulegen, habe ich fast 25 Jahre immer wieder draufgehauen. Und zwar, wenn die Schläge dicht, hart und lang genug sind, erkrankt das System. Und das habe ich gemacht. Mir war schon bewusst, 1983, 84, dass ich hier mit einer terroristischen Bande zu tun habe. Weil Terror ist die rechtwidrige Anwendung von hingesetzter Gewalt. Also hingesetzte Richter, aber keine rechtmäßigen. Mir war das schon mit 19, 20 Jahren bewusst, dass dieses System ein absolut blödes, dummes Stück, Terrorsystem ist. Ja, jetzt kommt er noch dazu. Ich habe letztes Jahr beim EuGH auch eine Beschwerde eingelegt,
habe auch Aktenzeichen bekommen, aber die behaupten wieder, wenn die innerstaatlichen Instanzen nicht eingehalten werden, dann wird er die nicht weiter entscheiden. Also, dann atme mal jetzt ganz schnell mal auf, mach mal und dann sagst du om, 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 dann erkläre ich dir, warum das so ist. Hast du? Gerd, hast du? Om, om, om. Ja, habe ich gemacht. Guck mal. Okay, guck mal. Artikel 1 sagt, dass die Rechtanbindung unmittelbar ist des Gesetzes. Unmittelbar. Und Artikel 25 sagt, dass das Völkerrecht unmittelbar angewandt werden muss. Okay? Wenn du aber erst den innerstaatlichen Scheißdreck bis zum Schluss mitmachen sollst, ist es dann unmittelbar? Okay, das sind jetzt so Detailfragen, die ich glaube, die passen nicht mehr. Nein. Ja. Nein. Also ist dieser Gerichtshof kein Schiedsgericht, sondern nur ein Sportsgericht. Das ist einfach nur sportlich, ja? Du musst die ganzen Instanzen durchlaufen, damit du den Idioten zeigen kannst, dass du Kung Fu kannst. Okay. Das ist eben das ist nämlich das Problem. Was ist das riesige Problem, was wir haben? Also, wir werden in Zukunft, unsere Sachen besser koordinieren müssen. Die Bundesrepublik hat noch einen zweiten Fehler gemacht, hat noch einen zweiten gravierenden Fehler gemacht. Und zwar, das Bundesverfassungsgericht hat mich noch nicht angeschrieben, unter welchem Aktenzeichen und wie und was gemacht worden ist. Das heißt, normalerweise, wenn du zum Bundesverfassungsgericht schreibst, bekommst du eine Allgemeinregisternummer und dann wird da irgendwas gemauschelt. Selbst diese Nummer habe ich nicht bekommen. Warum? Weil Ausfall und Abwesenheit des Bundesverfassungsgerichts schon von Anfang an vorliegt, wenn ich sage, dass die Gesetze für mich nicht gelten. Weil sie mein Menschenrecht verletzt haben, dann gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht. Wenn du natürlich eine Jodallergie hast, dann kannst du mit Jod nicht behandelt werden. Wenn Obelix in den Zaubertrank reingefallen ist, dann wird da nicht noch mehr Zaubertrank Kräfte haben. Das geht nicht, weil er das ja schon intus hat. Also wenn du eine Allergie hast, dann kann man mit der Allergie deine Allergie nicht bekämpfen. Also mit Jodallergie kannst du keine Jodallergie bekämpfen und es würde dich auch dann vergiften und töten. Du brauchst also ein Antiserum gegenüber dem Serum. Und ich kann argumentieren, dass die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der Menschenrechtsverletzungen, die ich erlitten habe, wegen Ausfall und Abwesenheit der staatlichen Stellen, für mich nicht gelten. Und dadurch, dass eben in Artikel 9 UN-Resolution 5683 Ausfall und Abwesenheit der staatlichen Stellen bei mir nachgewiesen worden ist, ohne die Bestreitung des innerstaatlichen Justiz, habe ich faktisch hoheitliche Rechtbefugnisse, die die Bundesrepublik Deutschland in Artikel 24 Absatz 2 an mich übertragen hat. Im Grundgesetz hat sie das übertragen an mich. Die Bundesrepublik Deutschland hat in die Einschränkung ihrer hoheitlichen Rechtbefugnisse stattgegeben. Das heißt, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist, dass ich als oberster Bundesrichter der Bundesrepublik Deutschland und weltweit im Zivilschutz tätig sein darf. Und das haben sie akzeptiert und auch angenommen.
erst angenommen und dann akzeptiert, denn sie sind dazu verurteilt worden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da steht drin, im Fall Sömli ist es so, dass wenn Sömli entweder einen Vorgang, also ein Fall selbst in der Justiz hätte oder das noch weiterläuft oder abgeschlossen ist, egal ob es negativ oder positiv ist, ist das, was ich sage, immer recht. IMAK, Kommentierung, nachlesen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland kann ihre Gesetze furzen, kann ihre Gesetze anwenden. Sie kann mich sogar zum Tode verurteilen. Alles das ist für mich nicht bindend, weil ich Recht sprechen darf. Verstanden? Ganz absolut, ja, absolut verstanden. Aber das müsste man mal in dem Fall jetzt in Verbindung mit meinem Fall mal außerhalb vom Chat regeln, weil es sind so viele interessante Teilnehmer dabei, die möchte allgemeine Frage bestimmt noch mehr diskutieren. Aber ich komme auch dann zurück und ich weiß, was meine Rechte sind. Ich kenne die 5683 Resolution in- und auswendig. Ich habe da schon viele Einwände gemacht beim Verfassungsgericht, beim BGH, beim EuGH und so weiter. Das ist jetzt aber nicht der Mittelpunkt. So, du musst jetzt dich darauf berufen, dass dein Recht verletzt ist und du einen Rechtsanspruch auf Entschädigung hast, weil du jahrelang inhaftiert worden bist. Und vor der Anklageerhebung hätte man 3 Wochen vorher den Zivilschutz rufen müssen, und weil das nicht gemacht worden ist, ist dein Grundrecht auf Zivilschutz weggenommen worden, weil das verpflichtend im Genfer Abkommen ist, und dadurch war die gesamte Anklage, Hauptverhandlung, Urteil und Gefängnisaufenthalt völkerrechtswidrig. Nur dann kommst du ran und dann sagst du, ich will für diese Jahre, 3 Jahre, ich habe mein Haus verloren, meinen Hof verloren und zum Glück meine Frau verloren und so weiter, möchte ich eine Entschädigung in Höhe von pro Tag 10 Millionen Euro, weil das ist die Summe, die gemäß § 30 Ordnungswidrigkeitsgesetz zu ahnden ist, nicht drunter und nicht drüber. Und dann kannst du das hier ausmalen, 3 Jahre mal 10 Millionen, ja, 300, also 1000 mal 10 Millionen, dann kommst du auf ein paar Milliarden. Das steht dir zu. Das ist gesetzlich geregelt und völkerrechtlich geregelt, die 1 Milliarde. Darf ich dich mal was fragen, Mustafa? Nein. Gilt das nur, wenn man ins Gefängnis geht, oder ist es generell? Naja, das betrifft außervertragliche Verpflichtungsschulden. Hast du wahrscheinlich nicht verstanden, ne? Also es gibt vertragliche und außervertragliche Schulden, Verpflichtungen und Verträge. Und wenn der Staat sich verpflichtet, dein Menschenrecht zu achten und zu schützen, dann kannst du nicht handeln, sondern dann muss es gemacht werden. Wenn es aber ein Vertrag ist, dann kann man diesen Vertrag, nämlich den Schaden, in jeder Zeit verhandeln. Menschenrecht kannst du nicht verhandeln. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Menschenrecht ist weder verhandelbar, noch ist es veräußerlich, und damit ist es nicht justiziabel und nicht käuflich, also nicht verhandelbar. Und das geht im Menschenrecht nicht. Wenn aber jemand sagt, ich will keine Entschädigung haben, dann duldet er, dass dieser Terrorstaat andere Menschen überfällt und sie platt macht. Okay? Wenn du jetzt zum Beispiel einen Löwen dressierst und der Löwe frisst gelegentlich mal einen Kunden im Zoo auf, dann findet der Zoodirektor das vielleicht
in Ordnung, weil es ihnen nicht wehtut und er spart vielleicht Fleischkosten. Aber für den, der zerrissen wird, schuldet der Zirkus dem Opfer sein Leben. Das ist das Problem. Okay, jemand verliert jetzt Haus und Hof. Also sagen wir mal seine Wohnung und was weiß ich. Und schadensersatzmäßig springt dann die Wohnungsnothilfe ein und entschädigt sich ja, indem sie das Hotel bezahlen. Kann man das so sehen? Also es geht darum, um Grundrechte und Grundfreiheiten. Welche sind verletzt? Also, du musst die Ursache, du musst dich auf die Ursache besteifen und sagen, dieses schränkt meine Grundrechte und Grundfreiheiten ein oder behindert sie. Also vollkommen. Und dann kannst du diese Argumentation anfangen. Du musst es erklären. Und die Grundrechtsfähigkeit eines Menschen hört dann auf, wenn er im Zivilschutz eingetragen ist und mit der Scheißmaschinerie von Personenkult nicht wieder mitmacht. Dafür ist die Datenbank notwendig. Ich kann das euch nicht zeigen, solange die Datenbank nicht fertig ist. Und ich bin ja nur deswegen seit über 15 Jahren angegriffen, weil diese Datenbank nicht da ist. Das ist das Problem. Und ich denke mir das doch nicht aus, sondern ihr könnt das doch nachlesen, dass diese Datenbank, dass der Zivilschutz sich nur um diese Datenbank sich bewegt, in der die Zivilisten eingetragen sind. Also Paragraph 7 BGB, Paragraph 7 und 8 BGB, dass man als Zivilist eingetragen ist nach dem Paragraphen 26 Absatz 2 Bundesmeldegesetz, Befreiung von der Meldepflicht. Da steht Befreiung, nicht Frieden von der Meldepflicht, Befreiung. Und die Befreiung von der Meldepflicht ist in Artikel 132 geregelt, in dem die befreiten Menschen sich vor einem Gerichtshof erklären müssen, dass sie den Zivilschutz und die Zivilschutzregeln einhalten werden. Sie müssen die Garantie bieten, dass die Leute den Zivilschutz kennen und anwenden. Erst dann können sie das Recht bekommen. Das ist ganz einfach. Das ist so pipi einfach. Und da steht es drin, 120, Freilassung, Heimschaffung, Hospitalisierung. Jemand, der nicht freigelassen wird, kann von der Meldepflicht nicht befreit werden. Der Unterschied zwischen Genfer Abkommen 3 und Genfer Abkommen 4 ist, dass die sogenannten Menschen im Genfer Abkommen 3 ihren Häusern und Hab und Gut beraubt werden dürfen. Im Genfer Abkommen 4 ist das nicht möglich. Das ist der Unterschied. Also, ich bin ziemlich müde und mein Akku geht gleich Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Hat jemand noch Fragen? Also in den nächsten Tagen passieren viele Dinge. Neben der Sonnenfinsternis natürlich, ne? Ich höre nichts. Also man hört dich nicht. Könnte sein, dass du vielleicht mit dem Finger auf irgendein Mikrofon es abdeckst oder so. So klingt das. Jetzt besser? Jetzt besser? Jetzt hört man dich wieder richtig. Ah, okay. Ja, dann schauen wir, ob wir meine alte Firma wieder reaktivieren können oder zurückholen oder rückabwickeln. Dann machen wir eine Programmierabteilung auf. Ja, also das mit der Firma, solange du die
den Kaufpreis nicht bekommen hast und du verhindert warst, dort überhaupt dein Recht wahrzunehmen, muss die Rückabwicklung stattfinden. Und wenn der Staat dort mitgewirkt hat, dass es zu diesem Erfolg kommt, dann hat der Staat bei Ausfall der Firma, dass sie zahlungsfähig ist, der Staat den Schaden komplett zu ersetzen. Ich hätte da auch noch mal ganz kurz eine Frage, wenn es geht. Alle Verträge, die quasi nicht völkerrechtskonform sind und geschlossen wurden, wie zum Beispiel über den Personalausweis, diese ganzen Anhangsverträge, sind ja eigentlich null und nichtig, habe ich zumindest gehört. Jetzt gibt es Diskussionen, müssen, weil das im Vorfeld passiert ist, man ist ja diese Verträge mal eingegangen, müssen diese gelöscht werden, müssen die widerrufen werden oder kann man sich da quasi einfach aufs Völkerrecht berufen und sagen, okay, nee, das ist im Völkerrecht, es gibt diese Verträge nicht, die sind quasi null und nichtig. Und muss da gar nichts unternehmen. Das wäre jetzt mal so eine Frage, die mir so ein bisschen im Kopf rumspukt. Du hast doch unterschrieben für den Personalausweis. Damit ist es gültig. Na genau, darum ging es. Ne? Ich meine, im Vorfeld hat man es mal irgendwann unterschrieben. Die Sache ist, wenn man jetzt, sage ich mal, auch Briefe verfasst oder sich jetzt aus Völkerrecht beruft und auch diese Schreiben so formuliert und wenn man jetzt aber Verträge widerruft, die von Grund aus überhaupt nicht gültig sind, ja, ob das überhaupt Sinn macht und ob das gemacht werden muss. Also meine unkonventionelle Antwort darauf ist, weil ich ja aus der eigenen Erfahrung spreche, wie mir es aufgefallen ist, dass ich, selbst wenn ich das wollte, keine Person sein kann, dann ist der Umkehrschluss daraus, dass das eben eine Täuschung war. Und mit deiner Täuschung, der Enttäuschung, endet das Spiel. Und ich muss da weder irgendwas zurückgeben, noch geht mich das irgendetwas an. Ja, die Gedanken hatte ich nämlich genauso. Die andere Frage ist, muss man das einfach mal verkünden und einfach mal sagen, hier, so und so sieht es aus und dass man das zumindest einmal angesprochen hat, ohne diesen Vertrag zu kündigen, ja. Also, dass man einfach nur sagt, hier, ich gebe euch das mal bekannt, ja, das ist hier eh alles gar nicht gültig und so weiter, ne, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also, ich würde das dann nur empfehlen zu tun, wenn man aus dem System komplett raus ist. Und eben wirklich keine Person mehr spielt. Im Völkerrecht. Dennoch müsste meiner Meinung nach der Vertrag als solche gekündigt werden. Also davon hat man ja viel Information oder liest viel Information, was man machen muss. Man muss eben darauf hinweisen, dass man der Täuschung unterlegen ist und dementsprechend handeln. Also nochmals. Ich sehe, dass die Leute das, was ich gesagt habe, in der Praxis nicht umsetzen können, im Moment noch nicht. Was ist das Ziel? Die Person? Nein. Die natürliche, juristische Person? Nein. Das Ziel ist, dass Gesetze eure Grundrechte und Grundfreiheiten nicht verletzen dürfen. Okay, das ist das Ziel. Wenn sie verletzt sind, dann habt ihr einen Anspruch, weil ihr einen Nachteil habt und dann dürft ihr dieses kündigen. So wie bei einer Versicherung, wenn die neue Verträge machen zu euren Lasten, dann dürft ihr die Versicherung mit einer Sonderkündigung abschließen. Also beenden. Und genau das macht ihr, indem ihr einfach durch euer Gewissen, durch Wissen, euch entscheidet, Zivilist zu sein, dann legt ihr die sogenannte Personifikation ab und kommt als Zivilist dann in das Recht. Das ist das Problem. Die Frage ist, sind eure Grundrechte und Grundfreiheiten durch die Handlung des Staates verletzt? Und nur der beim falschen Parken erwischt wird, der muss Rechenschaft abgeben.
Der nicht erwischt wird, der braucht keine Rechenschaft ablegen. Die Leute, die meinen, dass sie hier Halligalli machen, ja, müsst ihr nicht schlecht machen. Ihr müsst euch von denen distanzieren. Hast du verstanden? Du kriegst ich habe es verstanden. Ich verstehe das. Wenn ja, du kein, ja. Also, aber die Sache ist, wenn die natürlich auf mich, also so ein bisschen, wir haben ja irgendwann mal darüber gesprochen, dass ich auch ins Ausland abgemeldet war, dass hier eine für die Person eine Zwangsanmeldung in Deutschland wieder stattgefunden hat. Und dann ging es natürlich auch los mit GEZ-Schreiben und ja, Verstoß gegen das Personalausweisgesetz und so weiter. Aber gleich so auf die fiese Tour, also die haben quasi einen Brief geschrieben und dann gleich halt mit Mahnung und Vollstreckungsankündigung. Also die haben quasi alles in einen Brief gepackt. Und irgendwie muss man da ja auch mal halt Stopp sagen. Ne? Hier, ne, mein Gerichtsstand ist sowieso oder wie auch immer. Also man muss, man darf sich da ja auch nicht alles gefallen lassen, oder? Und daher die Frage auch, also wir haben das, wie man haben das mit den früheren Verträgen umgeht. Ne? Also, die ja, also, wir haben das praktiziert, indem die Leute einfach zum Zivilschutz umgemeldet worden sind. Es geht um Ummelden. Du kannst dich nicht abmelden, du kannst dich nur ummelden. Und eben das ist das Zentralmeldeamt und das ist zerschlagen. Wenn ihr wirklich etwas tun wollt, wirklich, um euch zu befreien, und ich weiß, dass Gerhard, wenn er Geld haben würde jetzt, würde er sofort alles einpacken und versuchen, das Ziel zu erreichen. Schaut mal, ich sage das euch ganz locker. Als ich heute gehört habe, dass der Tim mit all den Geldern, die ich die letzten Jahre durch Seminare gesammelt habe, durch die Gegend fährt mit meinen Autos, da habe ich zu dem einen gesagt, und das habe ich auch, das habe ich dann auch dem Arno erzählt und auch dem Andreas, dass die Leute, die sich mit dem Tim noch abgeben, bei mir nichts mehr verloren haben. Und das meine ich auch so. Denn ich muss befürchten, dass er wieder diesen Anschlag macht. Und das kann er bei anderen Leuten machen. Ich habe die anderen Leute gewarnt. Also der ist jetzt in der Zwischenzeit bei Peter Fitzek. Er macht dort. Und er ist die Unschuld, da er eine Zeit lang mitläuft und dann im entscheidenden Moment den Dolch von hinten in den Rücken rammt und sagt, ich bin Brutus. Okay? Also, wenn du alles ändern willst, musst du dich ummelden. Das geht nur beim ZMA. Da steht ja drin, aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen. Da steht auch in § 2 Abgabenordnung drin. Da steht ist das auch, denn schon möglich, ohne dass es quasi... Nein, okay. Es ist nicht möglich, weil ich es... Ich schau mal, das Deutsche Reich ist kann nicht vergessen werden, es ist nicht untergegangen und ist mangels Masse nicht handlungsfähig. Wenn Tim mir die Gelder klaut, damit ich das machen kann, und ich bin deswegen 3 Monate ins Ausland gefahren, dass ich mit dem Programmierer das machen kann. Und da war genug Geld da. Er hat also einen Programmierer zur Beiseite gestellt, den er hoch gelobt hat, der in 3 Monaten nichts gemacht hat. Nichts. Und nach den 3 Monaten oder während den 3 Monaten haben die mich vergiftet. Und als das nicht klappte, hat er dann versucht, mich in Drohnengeschäfte zu verwickeln, die gar keine Drohnen, sondern Abschussraketen sind, um mich dann, wie Prinz Reuß, so nach dem Motto, wir haben Gespräche abgeführt und du wolltest das machen und so weiter, mich hätte verhaften lassen und da wäre ich bestimmt für 10 oder 15 Jahren gegen das Kriegswaffengesetz ins Gefängnis gekommen. Nur weil ich vielleicht eventuell unwissend meine Schnauze nicht aufgemacht habe und laut Nein geschrien hätte. Also hat er mir die ganzen Gelder geklaut, unterschlagen, geklaut, die Autos geklaut, alles Mögliche geklaut, damit ich nicht mobil bin und damit ich die Programmierung nicht machen kann. Ich hatte mir in der Zwischenzeit gehofft, dass viele Menschen protestieren,
Verstehst du, für dieses Geld habe ich gearbeitet. Hm. Wenn die Leute dafür gearbeitet hätten, dann hätten die auch geschrien, weil das Geld zweckentfremdet wäre. Aber die Leute haben einfach geschwiegen, haben mir nicht geholfen. Und ich sage, ich kann nur dann die Programmierung machen und dafür muss ich ins Ausland. Ich meine, ich kenne auch ein paar Programmierer, deshalb auch die Frage, warum musst du ins Ausland? Warum nimmst du nicht einen Programmierer aus dem Ausland? Nein, es kommt kein Programmierer in Frage, der Jens und Frank und Bernd heißt und blonde Haare hat, kommt mir nicht mehr ins Haus. Schau mal, ich habe schon ganz viele Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Und ich habe gelernt, dass ich mit deutschen Programmierern das nicht machen kann. Okay, ich kenne jetzt deutsche Programmierer, die leben aber im Ausland. Es gibt ja viele, wie auch die digitalen Nomaden, die unterwegs sind. Ne? Nein, Es gibt ja viele gute Menschen auch auf der Welt. Nein. Schau mal, es ist nicht der Programmierer, das bin ich. Ich sage dem Programmierer, was er machen soll, nicht der Programmierer. Wenn der Programmierer das könnte, dann soll er zu mir kommen und soll Feldgerecht machen. Verstehst du? Ja, aber Selim, aber darum geht's ja nicht. Also für mich jetzt mal rational, ja, auch wenn ich heute so ein bisschen zerstreuter Professor bin, welche Schritte bedarf es jetzt, um das, was jetzt nötig ist oder gut ist, auf den Weg zu bringen? Du sagst, ein Programmierer, ja, aber du bist mit vielen anderen nicht einverstanden. Also wie ist der Weg? Was muss passieren, damit man das jetzt auch auf den Weg bringt? Müssen sich die Leute zusammentun und müssen für den Programmierer, nicht für mich, ich arbeite zwar kostenlos, aber nicht umsonst. Und der Programmierer muss bei mir sitzen und muss das Programm exakt 1:1 übersetzen, so wie ich das brauche, weil der Programmierer kann es nicht. Ich bin der Architekt und ich muss bei seiner Arbeit dabei sein, um in jedem Schritt ihm beiseite zu stehen, damit er das möglich macht. Und das kann er nicht. Wir verkaufen hier kein Produkt, wo 50.000 Mal ein Shop gemacht worden ist. Die Leute wissen ja ungefähr, was sie machen, aber das, was wir machen, ist reine Formularbearbeitung, reine Verwaltung. Und da haben die Leute keine Ahnung, weil sie das nicht lernen. Und ich muss diese Sachen dem Programmierer genau Anweisung geben, wie es zu programmieren ist. Das kann nur ich machen. Das ist ja verständlich, das ist ja dein Baby. Ja, ich weiß ja auch, das Programm macht ja nur das, so wie es auch eingegeben wird. Ich meine, ich habe ja selber mal CNC-Programme geschrieben. Die Sache ist, da muss es einer sein, der in der Nähe ist. Kann man auch über Zoom oder über einen anderen Kommunikationskanal sprechen? Also brauchst du den live, ja, also bei dir in der Nähe oder könnt ihr da anders Kontakt aufnehmen? Nein, also ich suche nur nach einer Lösung, wie kann man jetzt von A nach B kommen? Nein, ich muss komplett, das ist in mehreren Teilen zu programmieren. Und der erste Teil ist nicht schwierig, aber man muss anfangen. Und der erste Teil alleine kostet mich jetzt derzeit, da habe ich die letzten Tage schon mit Arno auch noch gesprochen und mit anderen, ich muss ungefähr 10 Scheine hinlegen. Das ist nur der erste Teil. Okay, und wenn ich die Programmierung abbreche mit jemandem, dann habe ich das Problem gehabt, dass sie nicht in der Sprache programmiert haben, indem ich das vorgegeben habe, sondern sie haben selber irgendwas gebastelt. Und durch dieses Basteln kann kein anderer Programmierer dort anfangen, wenn er nicht dieselben Werkzeuge und Module benutzt. Es geht nicht. Also ich weiß, wovon ich rede. Wir sprechen hier nicht über das Programm, sondern über die Kosten des Programmierers. Aber es ist auch hier, also in den Chats will ich auch nicht mehr darüber sprechen, weil die Leute eben nicht bereit sind, auch für ihr Vorkommen zu wirklich was mit einer Initialfinanzierung was zu machen. Ich kenne Leute, die haben Schlösser, die haben Yachten, die haben Villen. Sie wollen nur die Karte haben für 110 € oder 150 €. Nur das.
Aber dass ich dann das aufbauen muss, dass ich dort finanzieren muss und so weiter machen muss, davon wollen sie nichts wissen. Und ja, das ist eben das Problem. Und wenn ich dann die Schulung gemacht habe, um das Geld zusammenzusammeln, da war der liebe Tim da, der mir das zum Schluss in der Finale komplett geklaut hat. Und keiner wollte etwas wissen. Sie fühlen sich alle belästigt, wenn ich dann sage, Tim hat mir das geklaut. Ich habe das heute erlebt, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Ja, sagt er, ich will ja nur Völkerrecht und so. Und was du mit Tim hast, das interessiert mich nicht. Also ist das einer von der IOV oder sowas? Nee, das ist wiederum eine Splittergruppe. Das ist wieder was anderes. Die meint, ja, die haben die Karten gemacht, aber die können das nicht, weil ihnen der Zugang zum Gerichtshof fehlt. Es ist ja nicht nur eine Komponente. Ich zahle jeden Monat in der Türkei einen hohen Betrag für den Gerichtshof, ohne dass der aktiv ist. Okay? Ihr wisst ja gar nicht, was ich alles noch für euch mache. Ich sitze hier, also abends gehe ich, guck mal, ich habe heute Abend gekocht, damit mein Sohn und meine Frau was zu essen haben. Denn wenn meine Frau und mein Sohn jeden Tag für 7 € in der Kantine essen, sind das 14 € mal 220 sind, könnt ihr vorstellen, wie viel Geld ich im Jahr ausgebe dafür, dass sie woanders essen gehen. Das kann ich mir nicht leisten. Ich lebe hier wie eine arme Wurst. Okay? Ich habe exakt 1.000 € im Monat als Rente zur Verfügung. Mehr Geld habe ich nicht. Und ich arbeite dafür ohne Geld mehr als 10 bis 12 bis 14 Stunden noch länger am Tag. Und zwar 7 Tage. Heute war ein Tag, wo ich nicht, oder die letzten 2 Tage, wo ich nicht ans Telefon rangehen konnte, weil ich sehr viel geschrieben habe. Und manchmal geht das nicht. Das muss man mir eben verzeihen. Das geht nicht. Ich kann ja nicht, wenn ich in einem Schriftsatz bin, das abbrechen. Ja, also eure Freiheit. Ja, eure Freiheit liegt darin, dass ihr euch organisiert und dass ein bestimmtes Geld gesammelt wird. Es ist mir auch scheißegal, wer das Geld verwaltet. Aber am Monatsende müssen die Tantiemen für den Programmierer, für die Miete, für Strom und Telekom finanziert sein. Ich selber lebe, wenn es sein muss, von trockenem Brot. Na, ich sag mal, das kann es ja nicht sein. Ich sag mal, wenn du so viel machst, ja, es braucht auch Kraft, ja, und Energie, um gute Dinge zu tun. Wichtig wäre nur, einen logischen Weg zu finden, also die Menschen zusammenzufinden, die dich jetzt kennen im Laufe der ganzen Jahre. Ich weiß ja nicht, ob es da eine E-Mail-Liste gibt, ob man da, wie man am besten mit den Menschen da in Kontakt tritt. Das muss ja nicht nur Telegram sein. Ja, ich muss jetzt gleich aufhören, weil mein Akku hier leer ist gleich. Der hat hier ja, okay. Also, um es kurz zu machen. Ich warte darauf, dass die Menschen sich organisieren und die Mittel dafür selbst zusammensuchen. Denn wenn es knallt und zischt, du bist nicht mehr zu hören, das ist bestimmt der Akku, oder? Ja, denke ich auch. Ja, nichtsdestotrotz, irgendwie muss man oder darf man ja auch die Kuh vom Eis bekommen, ne?
Da müsste man mal gucken. Ich sage mal, viele von euch sind ja schon sehr, sehr lange hier dabei und kennen ihn vielleicht auch, dass man schaut, vielleicht gibt es eine E-Mail-Liste. Wie kann man die Menschen zusammenbekommen? Na klar, kann da nicht jeder, keine Ahnung, 100, 200, 300 Euro geben. Ja, aber vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit, dass man über die Masse so ein bisschen was erreichen kann. Ne? Weil wenn das hier überhaupt nicht vorangeht und der Programmierer quasi auf Anleiten nichts fertigen kann, die Frage ist, wie lange steht man da noch auf der Stelle? Hm? Also alles, was wir hier ins Netz stellen, ist Open Source. Kopieren, weitergeben, ausbreiten. Wir werden auf Telegram maximal gedeckelt und auf YouTube nach auf jeden Fall den Zugriffszahlen entspricht nicht der Wahrheit und somit auch ständig unterdrückt. Permanent angegriffen auf wirklich absolut allen möglichen Arten und Weisen, inklusive mir. Also ich kann ein Lied davon singen, was Tim hier angerichtet hat. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls ist es unglaublich, aber wahr. Wir sind also wirklich gefühlt die unterdrückteste Organisation auf Erden. Denn das Wissen ist ja da. Wenn man das eben auf die Mehrheit übertragen könnte, dass die das kapieren, dann würde der Groschen fallen. Wir sind hier in einem großen Freiluftirrenhaus und wir kennen Wege in die Freiheit. Und die sollte man wahrnehmen. Also zum Beispiel diesen Sprachchat, der ist aufgezeichnet, wird eben weitergeleitet in die Chats und die kann man kopieren, versenden, anderen mitteilen, das Wissen einfach maximal teilen. Das wäre schon mal eine gute Hilfe. Und dann würden ja mehr Menschen den Inhalt hier mitkriegen und könnten sich überlegen, wie sie dem Ganzen zum Erfolg helfen können. Entschuldige mal bitte, aber da würde es dann auch wieder gewisse Gruppen oder Kanäle geben, die sich das aneignen. Und als ihr es verkaufen und die Leute trotzdem im Kreisverkehr halten, weil sie dann was verändern. Oder ich meine, es ist eine tolle Idee, das zu teilen, klar. Also für Menschen auf jeden Fall, die was ändern wollen. Aber es gibt gewisse korrupte Kanäle, die dann eben halt der Meinung sind, das ändern zu müssen, zu verkaufen für viel Geld. Ja, und ihr macht eine, aber dann kann man ja auch gleich stehen bleiben. Und ihr kriegt einen langen Hals vom Gucken. Also da muss man schon echt abwägen, wo man das teilt. Ne? Also ich habe auch... Ja. Kann ja jeder selber eben erfühlen, erspüren und in seinem Umfeld oder wo man eben denkt, da würde es auf fruchtbaren Boden fallen, teilen. Na, du scheinst ja auch sehr, sehr bewusst zu sein. Das hört man ja hier auch raus. Und also die Menschen, zumindest aus meiner Erfahrung, die kommen am meisten mit ins Boot, wenn die wirklich eine emotionale Verbindung auch zu dem Thema haben, dass die dadurch natürlich auch sich mehr involviert fühlen, also mehr mit ins Boot kommen, sag ich mal. Ne? Also nur wenn man das einfach nur trocken teilt, nur dieses Wissen, fehlt den Menschen ja ganz oft diese emotionale Verbindung dazu. Ne? Aber mal zu sagen, ach Mensch, ich zahle mal einen Hunderter oder ne, je nachdem, wie wer kann. Weil ich denke mal, so wie ich das rausgehört habe, ist jetzt erstmal auch das, ja, also die Geldsumme quasi eine Angelegenheit, die man aufbauen könnte, dürfte. Ja, und dann eben, dass man halt einen vernünftigen Programmierer findet, ne, der das Ganze umsetzen kann. Ne, nach Selims Wünschen sozusagen. Weil da scheint es ja, glaube ich, schon eine ganze Weile dran zu knapsen. Ne? Ja, das ist eben auf der ganzen Linie so. Aber das ist eben der Kern des Ganzen, des ZMA. Damit steht und fällt alles. Hm.
Naja, man merkt halt so, dass andere, die halt da Schindluder mit treiben oder vielleicht nicht ganz so astrein sind, ich drücke das mal vorsichtig aus, ja, auch ihre Datenbank jetzt schon hochfahren und quasi damit arbeiten, ja. Aber wenn man guckt, ich weiß. Völlig egal, völlig. Ja, aber wenn man guckt, mit welchem Namen und in welcher Art und Weise diese Karte da unterschrieben werden soll und so weiter, ist ja überhaupt nicht meins. Aber ja, also irgendwo muss man gucken, dass man die Kuh vom Eis kriegt. Also, es kann ja nicht sein, dass man da nur stehen bleibt. Und ne, ich glaube, nur durch Teilen ist das egal. Vielleicht kommt dem einen oder anderen hier wirklich nochmal eine kreative Idee, wie kann man das Baby jetzt am besten auf den Weg bringen. Ne? Weil ohne Moos nichts los. Das ist nun mal so. Ne? Aber wie kann man die Menschen so mit ins Boot holen, dass die sich emotional auch mit dem Thema verbunden fühlen und da sinnbildlich emotional Feuer fangen, ja? Also wenn das alle kapieren würden, dann wären wir schon am Ziel. Ja, aber ich sage mal, wir sind nicht bei alle. Ne? Ich finde es immer ganz wichtig, also ich möchte nicht unhöflich rüberkommen, aber wirklich den Fokus aufs Wesentliche, ja, nicht die Dinge, die jetzt nicht funktioniert haben, wirklich das Wesentliche in Betracht haben und klar, dann gibt es hier mal einen Rückschlag oder da, okay, bam, zack, wo ist die Lösung, ja. Gar nicht irgendwelche Energien oder Kräfte mit Gedanken füttern, ja, um diese da jetzt irgendwie stärker zu machen, ne? Sondern wirklich Fokus auf das, was wir erreichen wollen, und alles andere wirklich mal abschütteln. Ja, ich sage immer, High-Level-Frequenz hoch. Ne? Weil ich habe das Gefühl, wenn man in diesem Chaos, also je länger das dauert, ich merke es ja, ich arbeite ja viel in Beratungen, die Menschen gehen wirklich auf dem Zahnfleisch. Ja, und wenn ich das hier mal so offen sagen darf, ich bin ja auch in Beratung, manchmal weiß man nicht immer genau, wer kommt da in die Beratung. Es ist kein Quatsch. Ich habe innerhalb kürzester Zeit jetzt schon den 8. Mensch aus der Justiz, ja, aus dem Bürgermeisterbüro, rechte Hand des Bürgermeisters, also einige aus der Justiz. Und jeder sagt mir da qualmt und brennt die Luft. Ja, ob das jetzt die obere Polizeibehörde ist oder was auch immer. Also denen geht's auch nicht gut. Ne? Also man merkt, es kommt immer mehr ans Rollen. Ne? Ja, muss es auch langsam. Weil, wie gesagt, es ist alles da. Es muss nur benutzt werden. Auch der Rechtträger, der Staaten berechtigen kann, ist da. Alles ist da. Es müsste eben nur umgesetzt werden. Da wollte ich mich geschwind einklinken zum Thema Behörde oder Gemeinde oder irgendwelche Ämter. Es ist an der Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und die Wahrheit, die will kein Mensch ertragen. Weil die Wahrheit ist ja ganz was anderes wie das, was wir in den Medien, in der Öffentlichkeit oder im Tagesleben erleben. Ein Amt ja. Mit seiner wahren Bedeutung ist der heilige Auftrag. Das heißt, für Wohl, für alles, das ist überall ein Gleich. Und das ist eigentlich jedes Wesen überall, weil vor der Pflicht, also wenn du es kapiert hast, dann muss das Wohl aller an erster Stelle zuerst gemacht werden. Und das ist die Waltung zu übernehmen. Jeder ist Walter des Naturrecht. Man muss es nur sich bewusst machen. Ja. Und dann kommt zuerst die Pflicht, alles wieder in die Schöpfungsordnung zurückzusetzen, also wieder in die Schöpfungsordnung zu bringen, um eben, das ist das höchste Ziel aller, dass es allen eben vollkommen gut geht. Und das ist eben eine Bewusstseinssache. Und es gibt mehrere Wege, wie man da hinkommen kann. Aber wenn man selbst drauf kommen würde oder die Masse von selber drauf kommen würde, wäre das natürlich toll, aber sie wird ja auch mit allen Mitteln unten gehalten. Das muss man ja dazu sagen. Und die Lüge ist mittlerweile so groß, dass die hört man wieder kaum. Die Lüge ist momentan so groß, dass sie wiederum als Wahrheit empfangen wird.
Ja, aber es gibt eben nur die Wahrheit ein einziges Mal, aber die Lüge unendlich. Aber nur eine einzige Wahrheit, und die Wahr heilt. Und die Lüge tötet immer. Und derjenige, der als Lüge alles aufbaut, wird sie durch die Wahrheit verlieren. Ja. Ich würde anregen, jetzt Schluss zu machen. Wie sieht es bei euch aus? Ja, klar, gerne. Danke auch für eure Zeit. Ich würde als nächsten Termin, wenn nicht Selim etwas früher noch braucht, auf jeden Fall Sonntag schon mal festhalten um 20 Uhr. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir weiter, wo wir heute dann geendet haben. Okay? Okay. Okay. Danke. Ja. Schönen Abend. Danke für eure Zeit. Wünsche ich euch auch. Dankeschön fürs Dasein. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.